willkommen hier aus dem LWL Planetarium in Münster. Mein Name ist Tobias Jogler und unser Vortragender ist heute unser Planetariumsleiter Dr. Björn Voss. Hallo. Mit dem Titel Allein im All. Ja, und das ist natürlich eine Frage, die uns alle sehr brennend interessiert. Heute findet der Vortrag allerdings leider nochmal vor zumindest keinem Präsenzpublikum statt, sondern wieder rein online. Wir hoffen aber, dass wir das Planetarium auch bald wieder öffnen können. Voraussichtlich könnte das am 12.06., also am 12. Juni abends bereits der Fall sein. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass auch viele sich heute wieder einfinden für unseren Online-Vortragsreihe. Heute geht es um außerirdisches Leben im weitesten Sinne, aber auch um Exoplaneten, also Planeten, die um andere Sterne kreisen. Da wurde in letzter Zeit viel gefunden und Dr. Björn Voss ist da schon lange ein Experte, beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema, hat auch in Kooperation mit anderen Planetarien als Produzent eine eigene Show dazu produziert. Fremde Welten, fernes Leben, kann man auch bei uns auf dem YouTube-Kanal sehen. Genau, als 360-Grad-Video jetzt. Genau, das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein kleiner Hinweis. Und ja, dann denke ich, werden wir jetzt gleich loslegen. Eine Sache noch vorab. Wenn Sie Fragen zu dem Vortrag haben, dann können Sie die in den Chat unseres YouTube-Kanals schreiben. Ich notiere das dann und am Ende des Vortrages werden wir dann auf die Fragen eingehen und versuchen, sie alle zu beantworten. So, damit haben wir jetzt aber auch vielleicht genug von den einleitenden Worten gehört und gehen mal direkt der spannenden Frage nach. Sind wir allein im All, Björn? Ja, geht's los. Vorweg, ich bin zwar vielleicht jemand, der zu diese Planetariumsvorführung zu dem Thema entwickelt hat, ein paar Ausschnitte aus der Planetariumsvorführung Ferne Welten, die man als 360-Grad-Video bei uns auf dem YouTube-Kanal sehen kann, werde ich auch zeigen jetzt im Laufe des Vortrags. Auch einige Ausschnitte aus anderen Vorführungen des Planetariums. Ich bin kein Experte für Exoplaneten in dem Sinne, dass ich sie selber erforsche, auch nicht für außerirdisches Leben in dem Sinne, dass ich als Exobiologe selber in dem Bereich tätig bin, auch nicht für die Planeten in dem Sinne, dass ich an Raumsonden mitwirke, die dahin fliegen. Aber ich werde heute Abend Sie ein bisschen, wenn man so will, als astronomischer Allgemeinarzt durch all die Fachgebiete ein bisschen führen auf einer Safari durch den Kosmos. Und wir haben das auch angekündigt so, dass natürlich auch dabei stand, alles auf wissenschaftlicher Grundlage, aber ein bisschen Spekulation wird zum Ende hin, gerade zum Ende hin, wenn es dann wirklich an die große Frage geht, wie ist es denn nun, sind wir allein im All, schon ein bisschen auch zum Tragen kommen lassen. Ja, und dann stürzen wir uns einfach mal ins Thema hinein. Außerirdische, gibt es Außerirdische, sind wir allein im All? Nun gibt es viele Menschen, die sich vielleicht sagen, das ist doch längst geklärt. Das haben wir illustriert in dem Intro unserer Vorführung Ferne Welten, dass wir mit fünf anderen Planetarien zusammen produziert haben. Viele Menschen sagen sich, wir gehen einfach in die Wüste nach Arizona, das ist ein guter Ort, da sieht man manchmal so komische Sterne am Himmel. Dann kommt einer von denen vielleicht näher, wenn man es richtig anstellt. Und dann hat man, wenn man Glück hat, das direkt geschafft, außerirdisches Leben gefunden in der Wüste von Arizona. Dann ist da ein UFO zum Beispiel. Und wenn man es ganz geschickt anstellt, dann steigen die vielleicht sogar aus und versuchen, einen zu begrüßen und dann freundliche Dinge zu sagen, wie etwa, bringt mich zu eurem Anführer oder dürften wir sie zu einer medizinischen Untersuchung hier ins Raumschiff bitten. Aber natürlich ist das alles Unsinn. Es gibt keine Außerirdischen auf der Erde. Diejenigen, die da anderer Meinung sind, sind vielleicht die gleichen, die auch glauben jetzt dieser Tage, dass das Coronavirus gar nicht existiert oder solche Dinge. Nach außerirdischem Leben suchen wir im All natürlich. Das ist der Plan. Und da könnten wir jetzt direkt loslegen, einfach ganz blauäugig drauf los stolpern und sagen, ja, was haben wir denn da draußen im Weltraum? Zum Beispiel den Mond. Sieht schlecht aus auf dem Mond, trocken, Wüste, die Apollo-Astronauten haben sich davon überzeugt, Wasser gibt es, aber nur in tiefgefrorenem Zustand. Viele werden wissen, Wasser spielt irgendwie eine Rolle, wenn man nach Leben sucht, aber warum eigentlich? Naja, auf dem Mond ist es auf jeden Fall schlecht, also schauen wir weiter. Der Mars, das ist schon mal besser. Aber bevor wir jetzt hier so durchs Weltall stolpern, möchte ich es vielleicht noch ein bisschen begründen. Wonach suchen wir eigentlich, was ist eigentlich die Strategie und warum eigentlich Strategie? Nicht wahr? Wenn man eine Mission zu einem Planeten starten möchte, um nach irgendetwas Lebendigem zu suchen, ein Teleskop bauen oder auch nur zeitweise nutzen möchte, um nach etwas Bestimmtem im All zu suchen, dann geht das ja nicht so, dass man als Wissenschaftler sagt, boah,
gibt uns doch mal ein paar Milliarden, wir wollen einfach nur mal nachgucken, sondern das muss man schon wohl begründen. Man braucht eine detaillierte Strategie und die ist nun mal die Suche nach Wasser derzeit. Und warum Wasser? Naja, davon kann man sich überzeugen, wenn man guckt, wie das Leben auf der Erde funktioniert. Sowohl das höhere Leben, also das, was man, wie es in der Grundschule so schön heißt, sehen und anfassen kann, hier auf der linken Seite, aber auch das Leben, die Lebensformen, die noch viel zahlreicher sind, nicht nur von der Anzahl her, auch von der gesamten Biomasse her, eigentlich den Löwenanteil des Lebens auf der Erde ausmachen, die Einzeller. All die sind auf Wasser angewiesen. Es gibt kein Leben auf der Erde ohne Wasser. Also von daher, klar, die Suche nach flüssigem Wasser ist, könnte man einfach von daher schon sagen, die Strategie. Man kann es noch ein bisschen genauer begründen und sagen, Leben basiert auf solchen komplexen Molekülen wie der DNS, die unsere Erbinformationen speichert, oder Proteinen. Da zeige ich jetzt hier nur ein Beispiel auf der rechten Seite. Das sieht völlig unübersichtlich aus, wie so ein wildes Knäuel von Atomen. Nicht wahr, jeder kleine Punkt, ein Atom. Tatsächlich ist das ein wohlgeformtes und gefaltetes Molekül, das durch seine spezielle Form als ein Werkzeug in unseren Zellen eine bestimmte Funktion erfüllt. Und tausende davon gibt es, die dann das Leben zum Funktionieren bringen. Das also ist die Grundlage und das muss funktionieren. Dafür, auch für die Zellmembranen, die sogenannten Lipidmembranen, ohne die es kein Leben auf der Erde gäbe, die jede Zelle umhüllen, all das braucht Wasser als Lösungsmittel, um zu funktionieren, um die Moleküle gewissermaßen als Schmierstoff zu ihren Reaktionsorten zu bringen. Und ohne Wasser, auch von daher, auf allerniedrigstem Level, kein Leben. Das Ganze heißt jetzt also, die Suchstrategie wäre nicht mehr einfach nur Wasser oder immer noch, aber Makromoleküle, große Moleküle in flüssigem Wasser. Wasser ist ein gutes Lösungsmittel, von daher ist es kein Wunder, dass wir nach Wasser suchen, dass Leben mit Wasser funktioniert und nicht mit anderen Substanzen. Hier ist ein Wassermolekül aufgezeichnet und dann gezeigt, wenn man hier diesen zwei grafischen Pfeilen folgt, dass Wasser ein sogenanntes polares Molekül ist, das also ein elektrisches Dipolmoment hat. Das heißt, auf der einen Seite sammeln sich positive, auf der anderen negative Ladungen. Und das führt dazu, dass es als Lösungsmittel gut funktioniert, dass sich andere Moleküle, die ähnliche Eigenschaften haben, darin gut lösen. Das sind sowohl andere polare Moleküle als auch geladene Moleküle, Ionen. Und das sind die Dinge, auf denen das Leben basiert, die es braucht. Also Wasser passt. Hinzu kommt ein paar Pluspunkte für Wasser, dass es einen großen Temperaturbereich hat, in dem es flüssig ist. Andere Substanzen, die es auch gibt, die auch als Lösungsmittel in Frage kämen, hätten einen viel geringeren Temperaturbereich, in dem sie flüssig wären und sind dadurch etwas weniger gut geeignet. Wasser hat eine hohe Wärmekapazität, auch das ein Pluspunkt. Und vor allem ist es im Universum sehr häufig. Das ist jetzt ein Grund, der es noch einmal plausibler macht, dass das nicht nur ein Zufall ist, dass das Leben auf der Erde mit Wasser als Basis funktioniert, sondern dass das fast schon zwangsläufig war. Also man könnte fast sagen, wenn man das Leben auf der Erde mehrfach neu starten könnte oder überhaupt das Sonnensystem mehrfach neu erfinden könnte, neu starten könnte, Leben würde wahrscheinlich, wenn es denn jedes Mal rauskommt, dann auf jeden Fall auf Basis von Wasser herauskommen. Es ist der häufigste Stoff, der bei Zimmertemperatur, bei der Temperatur, die man braucht, um diese Moleküle miteinander reagieren zu lassen, diese großen Moleküle, das bei diesen Temperaturen flüssig ist. Jetzt steht hier Kohlenstoffchemie und das ist ein weiterer wichtiger eine weitere wichtige Grundlage. All diese großen Moleküle, auf die wir angewiesen sind, die bestehen aus oder basieren auf dem Element Kohlenstoff. Hier im Periodensystem der Elemente, viele werden es aus der Schule kennen, viele werden es hassen vielleicht, aber es ist ein wunderbares Werkzeug. Es zeigt uns, listet alle Elemente, die es in der Natur gibt, auf und gruppiert sie nach ihren chemischen Eigenschaften. Ganz vereinfacht kann man sagen, von oben nach unten wird es seltener und von links nach rechts sind übereinander in Spalten angeordnet Elemente mit ähnlichen chemischen Eigenschaften. Und die in der Spalte, in der Kohlenstoff steht, haben die Eigenschaft, solche langkettigen, komplizierten Moleküle bilden zu können, auf die das Leben angewiesen ist. Und darunter stehen andere Elemente, Silizium, Germanium, Selen und so weiter. Nun, auf deren Basis Leben sich vorzustellen, ist insofern schwierig, als dass das nach unten hin immer seltener wird. Ganz oben stehen die Elemente, die im Urknall entstanden sind, darunter Kohlenstoff, die Elemente, die in Sternen in großer Menge produziert werden, aber nach unten hin wird es immer exotischer, immer seltener. Darauf darf man nicht hoffen, eine ausreichende Menge von, sagen wir, Germanium auf einem Himmelskörper vorzufinden, um germaniumbasiertes Leben sich vorzustellen.
Silizium. Das könnte noch eine Idee sein. Das haben sich Chemiker und Biologen genau angeschaut und überlegt, wie ist das mit Silizium? Hier nochmal eine Häufigkeitsverteilung. Da sieht man, wie häufig die Elemente wirklich sind. Helium und Wasserstoff ganz links interessieren uns nicht. Die sind für die Chemie, also für, als Kernpunkt, als Grundlage für die Chemie nicht so wichtig. Aber Kohlenstoff dann direkt daneben, eines der häufigsten Elemente im Universum, die das können, wenn man so will, was man braucht. Silizium sieht man ein bisschen weiter links und ist schon weniger häufig in diesem logarithmischen Diagramm. Also ein Strich weiter hoch heißt 10-mal mehr oder runter 10-mal weniger. Silizium also fast 10-mal weniger als Kohlenstoff im Allgemeinen. Das hier sind die Häufigkeiten im Sonnensystem. Und es sind nicht nur die Häufigkeiten, die die Astronomen feststellen können, sondern auch die Biologen sagen, Kohlenstoff ist das vermutlich das einzige Element, das diese Bindungen, die die Moleküle brauchen, in der nötigen Art und Weise herstellen kann. Bei Silizium, sagen die Chemiker, ist das ganz schwierig. Und auch das zeigt auch sozusagen, dass wir auf Kohlenstoff basieren, obwohl auf der Erde Silizium ein häufigerer Stoff ist. Gerade eben haben wir die Verteilung im Sonnensystem gesehen. Auf der Erde ist Silizium noch etwas häufiger. Wenn man mit Radioteleskopen solche Gaswolken im All anschaut, dann kann man feststellen, welche Moleküle sich dort befinden und stellt fest, es gibt heutiger Stand 130 Moleküle, die man kennt, die auf Kohlenstoff basieren, die dort im All treiben, aber nur 11, die auf Silizium basieren. Also auch das ein Plausibilitätsargument, nicht wahr? Wenn das im All schon so ist, dann ist es wahrscheinlich, dass Kohlenstoff einfach reaktionsfreudiger ist und das kommt dann ja auch in der Chemie so heraus. Silizium dagegen bräuchte, um überhaupt eine Chance zu haben, solche komplexen Moleküle zu bauen, zudem exotischere Lösungsmittel, die wiederum schwierig zu finden sind, nicht so häufig wie das Wasser oder in großer Kälte, alles Minuspunkte. Und ganz andere Elemente als Kohlenstoff und Silizium sind zur Bildung solcher langkettigen, komplexen Moleküle vermutlich gar nicht ausreichend in der Lage. Also, wir sind auf Kohlenstoff angewiesen. Ein berühmter Astronom hat mal gesagt, wenn es darum geht, nach Leben zu suchen und sich festzulegen, was sind denn die unbedingt nötigen Grundstoffe? Er sei kein Wasserchauvinist, sagt er, also er meint, Wasser muss nicht unbedingt sein, aber Kohlenstoff, das auf jeden Fall. Kohlenstoffchauvinist ist man als Exobiologe vermutlich ohne Kohlenstoff eigentlich nicht vorstellbar. Wasser, wie gesagt, da könnte man sich Alternativen vorstellen, andere Lösungsmittel, in denen Chemie funktionieren könnte, organische Chemie oder Ähnliches funktionieren könnte, mit Kohlenstoff wohlgemerkt. Hier ist so ein Temperaturdiagramm gezeigt, von rechts nach links ist es die Entfernung vom Stern, von der Sonne. Und da sehen wir die Planeten unten eingetragen, Merkur bis Neptun. Und da sieht man, welche Substanzen bei den Temperaturen, die dort herrschen, flüssig werden. Bei der Erde, beim Mars, klar, das Wasser. Weiter draußen im Sonnensystem, beim Saturn, da sieht man, Methan wäre dort eine Substanz, also das, woraus auf der Erde das Erdgas besteht, was dort flüssig wäre und als Lösungsmittel in Frage käme. Noch weiter draußen, flüssiger Stickstoff. Oha, da wird es richtig kalt. Aber denkbar wäre es. Weiter innen dagegen, Schwefelsäure. Das sind alles Dinge, wo man sich vermutlich sagt, das klingt nicht so gut, ist es auch nicht. Aber theoretisch denkbar wäre es, dass ein anderes polares Molekül mit dieser Eigenschaft, elektrische Ladungen unterschiedlicher Stärke an verschiedenen Enden zu haben, wie zum Beispiel Ammoniak, wie zum Beispiel Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Schwefelsäure, das könnte, manche sagen die Exobiologen, sogar gut in Frage kommen, rein chemisch betrachtet. Und exotischer wäre es, wenn man ein nicht-polares Molekül sich vorstellt. Also etwas, was seine Ladung völlig symmetrisch verteilt hat. Das wäre dann eine völlig andere Art von Lösungsmittel, in der unsere Lipidmembranen, unsere DNS und so weiter gar nicht funktionieren würden. Da müsste man sich etwas ganz anderes ausdenken. Aber das könnte theoretisch auch gehen. Also fremdartig. Das Ganze würde ich jetzt mal verpacken wollen in fünf quasi Szenarien, welche Art von Leben man finden könnte. Fünf Stufen der Fremdartigkeit. Was ist alles denkbar? Ein kleines Resümee. Ich nenne das mal Stufe 1 bis 5. Und Stufe 1, das wäre Leben, was auf Wasser, DNS, Proteinen und so weiter basiert. Moment mal, das kennen wir doch schon. Das sind wir. Ja, also Stufe 1 ist eigentlich gar nichts anderes, gar nichts Fremdartiges. Und das ist natürlich etwas, bei dem wir wissen, klar, das funktioniert. Das heißt, da könnten wir uns vorstellen, anderswo würde das auch funktionieren, auf dem Mars vielleicht. Aber es ist quasi ausgeschlossen, denn es ist ja absolut klar, exakt genau die gleichen Substanzen, exakt genau die gleichen Zufälle der Evolution, die dazu geführt haben, dass die DNS zum Beispiel die Desoxyribose als Skelett benutzt und nicht einen anderen Zucker.
diese ganze Sammlung von Zufällen werden ja nicht überall anders, werden ja nicht irgendwo im Universum genauso noch einmal abgelaufen sein. Also das wäre die Stufe 1. Stufe 2, da gehen wir einen Schritt zurück und sagen uns, Leben, das fast genauso wie bei uns funktioniert, aber wo wir ein bisschen was modifizieren, im Labor ausprobiert. Zum Beispiel alternative DNS-Moleküle, bei der man, ich hatte es gerade schon angedeutet, als Rückgrat der DNS, diese Zuckermolekülketten, Desoxyribose heißt das bei der DNS, das sind diese Teile hier, dass man da einen anderen Zucker einsetzt und dadurch eine abweichende DNA, die heißt dann nicht mehr DNA, sondern TNA, HNA, GNA, konstruiert und dann da ganz normal diese Buchstaben der DNA, die eigentlichen Basen der DNA ansetzt, das könnte, das könnte nicht nur, das wird sogar funktionieren, das hat man im Labor auf der Erde bereits ausprobiert. Eine weitere Sache, die man machen kann, ist, man kann einen anderen Wortschatz, wenn man so will, von Aminosäuren benutzen, um die Proteine herzustellen. Sie erinnern sich, dieses garnknäuelartig wirkende Ding, diese Tausenden von Proteinen, die in unseren Zellen als Werkzeuge fungieren, deren Bauplan auf der DNS gespeichert ist, die bestehen aus Aminosäuren. Und es gibt sehr viele Aminosäuren, aber das Leben auf der Erde nutzt gar nicht alle, sondern nur eine begrenzte Menge aller existierenden Aminosäuren. Man könnte sich vorstellen, dass man da einfach variiert und sagt, ach komm, Leben könnte doch auch mit einem anderen Wortschatz, wenn man so will, von Aminosäuren Proteine herstellen. Klar, auch das ist im Labor ausprobiert worden, auch das funktioniert. Das ist also so ein Ansatz, wo man sagen würde, wenn das Leben mal ganz leicht von dem auf der Erde abweicht, das funktioniert auch auf jeden Fall, auch wenn man in der DNS Phosphor durch Arsen ersetzen wollen würde. Eines der Atome, aus denen die DNS besteht. Auch das ist eine Möglichkeit. Das ist also Leben, das nur leicht abgewandelt ist, aber im Grunde immer noch genauso funktioniert wie das irdische. Funktioniert auch zu 100%, ist aber auch noch unwahrscheinlich, denn wir kopieren hier viel zu viel von uns. Man würde erwarten, jedenfalls wäre das meine persönliche Erwartung und auch die der meisten Exobiologen, dass Leben doch etwas fremdartiger wäre und nicht durch Zufall eben auf den Aminosäuren auf einem Molekül, das fast so wie die DNS aufgebaut ist, basiert. Also, das war Stufe 2, jetzt kommt Stufe 3 und das ist das, wo ich sagen würde, ja, da sind wir gut. Hier sehe ich, zeige ich einmal ein paar Fantasielebensformen aus unserer Vorführung Ferne Welten, fremdes Leben, die man als 360-Grad-Video, wie gesagt, sehen kann. Eigentlich haben wir diese Fantasielebensformen entwickelt, um mal durchzuspielen, auch mit biologischem Verstand, mit unseren Biologen hier vom Museum, die da mitgewirkt haben. Wenn die Evolution erstmal startet und höhere Lebensformen, also wirklich makroskopische, die man in Anführungszeichen sehen und anfassen kann, hervorbringt, was würde dann passieren? Was würde die Evolution machen mit der Erkenntnis? Naja, die Evolution würde auf dem großen Maßstab ganz ähnliche Dinge hervorbringen wie das irdische Leben. Beine, nicht unbedingt zwei Beine, aber Beine. Augen, nicht unbedingt zwei Augen, aber Augen und so weiter. Aber wir reden hier über die biochemischen Grundlagen. Diese Lebensformen zeige ich hier nur einmal zur Illustration. Und was man sich vorstellen kann, ist, dass Leben im Grunde zwei Dinge braucht. Das eine ist ein Molekül, das Informationen speichert, wie die DNS, und das im Wesentlichen linear aufgebaut ist, um es quasi ablesen zu können, um zu gucken, in welcher Reihenfolge müssen sich Aminosäuren oder andere Bestandteile zusammensetzen, um dann so ein Molekül, das wiederum als Werkzeug fungiert, sich dann durch die Art und Weise, wie die Moleküle sich in Form ziehen beim Zusammensetzen, sich faltet in eine Art und Weise, dann als Werkzeug hier und da in der Zelle angreifen zu können. Und das wäre das zweite, ein, wenn man so will, faltbares Funktionsmakromolekül. Das sind bei uns beim irdischen Leben die Proteine. Das sind, glaube ich, etwas abstrahiert gesagt, die Grundlagen, die Leben braucht, wonach man suchen würde und wo man sagen würde, wir haben jetzt zwar keine konkreten Ideen, was das sonst sein könnte, aber auf der Basis sind wir, glaube ich, allgemein genug, um zu sagen, ja, das würde nach bestem Wissen und Gewissen das sein, was man bei außerirdischem Leben erwarten würde. Was sein kann, ist, dass es nicht unbedingt Wasser als Lösungsmittel braucht, wie schon erwähnt, ein anderes polares Molekül könnte auch sein. Das wäre das, was sozusagen das wahrscheinlichste Szenario ist. Wenn Sie mir sagen, denk dir doch mal aus, wie du jetzt, wenn du einen Tipp abgeben solltest, wie funktioniert IT, wahrscheinlich so. Aber es kann doch fremdartiger werden. Hier ein weiteres Szenenbild aus unserer Vorführung. Mit Leben mit Grundlagen, die unseren unähnlich sind. Das wäre zum Beispiel, eben, wie schon erwähnt, ein nicht polares Lösungsmittel. Und da gibt es sogar Beispiele bei uns im Sonnensystem, wo man so etwas finden könnte. Schauen wir uns gleich an. Das könnten nämlich flüssige Kohlenwasserstoffe wie Methan sein. Also das irdische Erdgas in flüssiger Form.
Vieles dabei ist unklar. Man weiß nicht, ob Leben auf der Basis wirklich möglich ist, aber es ist denkbar. Und von daher sollte man den Blick offen halten. Noch fremdartiger wäre Leben, das nicht auf Kohlenstoff basiert. Das halten die meisten Experten für unwahrscheinlich. Da sollte man also nicht drauf wetten, dass man das irgendwo findet. Leben auf Basis von Silizium zum Beispiel, was manche sich vorstellen, was auch in der Science Fiction mitunter zu finden ist. Hier so ein lustiges Bild zu dem Thema. Leben auf Basis von Silizium ist genauso unwahrscheinlich wie die verbreiteten Außerirdischen in Star Trek und Star Wars, die so aussehen, als würde ein Mensch da nur in einem Kostüm stecken. Das können wir eigentlich ausschließen. Das werden wir nicht finden dort draußen im All. Fünfte Stufe, eine haben wir noch. Das wäre hypothetisches, uns völlig unähnliches Leben, bei der man einen ganz großen Schritt zurück macht und sagt, was ist Leben eigentlich? Leben muss ja gar nicht auf Atomen und Molekülen basieren. Kann Leben nicht einfach auch ganz abstrahiert gesprochen einfach nur ein ausreichend komplexer Prozess sein, der auf irgendeinem Substrat, das gar nichts mit Atomen und Molekülen zusammen hat, zu tun hat, abläuft, in der Lage ist zur Evolution und dadurch letztlich die grundlegenden Eigenschaften von Leben annimmt. Könnte es zum Beispiel sein, dass lebende elektromagnetische Felder und deren Konfiguration denkbar sind? Völlig exotisch. Es gibt einen berühmten Wissenschaftler und Autor, Fred Hoyle, der in den 50er Jahren so einen Roman geschrieben hat, in dem er dieses Szenario aufmacht. Eine lebende interstellare Wolke, wie wir sie links im Hubble-Teleskopbild sehen, manche Forscher oder manche Leute haben gesagt, diese Wolke sieht auch so aus, als wenn uns da jemand eine Geste zeigt. Unwahrscheinlich, nicht wahr? Das ist eine völlig verrückte Idee und das ist reine Science-Fiction. Ebenso, auch aus der Science-Fiction, könnte auf subatomarer Ebene etwas passieren, das bei hoher Energie auf Basis von Elementarteilchen anstatt von Atomen komplexe Systeme entstehen, die lebendig sein können. Völlige Spekulation, lassen wir es mal weg. Beschränken wir uns auf das, bei dem wir eben gesehen haben, dass es tatsächlich ganz konkret auffindbar wäre, nämlich dieses, was ich mit Stufe 1 und 2 bezeichnet habe, wo wir sagen, da brauchen wir Wasser und damit wäre das Suchkriterium Temperatur 0 Grad bis 100 Grad Celsius, flüssiges Wasser. Oder etwas fremdartiger, die anderen Flüssigkeiten, die es auch tun könnten, da kann man den Temperaturbereich etwas erweitern, von minus 200 bis 100 Grad Celsius und kann vielleicht sagen, ja, Kohlenstoff ist immer noch wichtig, die anderen Elemente, die auf der Erde eine Rolle spielen, muss man dann vielleicht nicht 1:1 wiederfinden, Phosphor zum Beispiel muss nicht sein. Das wären also jetzt die Strategien, mit denen man da rangeht. Wo findet man so etwas? Wo findet man Flüssigkeit und organische Moleküle? Und damit können wir jetzt bewaffnet losziehen und wirklich schauen und feststellen, okay, anfangs hatten wir es schon, die allermeisten Himmelskörper sehen so aus wie auf diesem Bild hier, das ist der Merkur in dem Fall, und da ist nichts zu holen. Flüssiges Wasser braucht nicht nur die richtige Temperatur, sondern es braucht auch Luftdruck oder überhaupt allgemein Druck, um flüssig zu bleiben. Wenn Sie bei 100 Grad Celsius auf dem Mond, an manchen Stellen, zu manchen Zeiten gibt es das, einen Topf Wasser hinstellen, dann ist der sofort am Verdampfen und Gefrieren gleichzeitig. Flüssiges Wasser kann nur existieren unter einer Atmosphäre, wie auf der Erde, oder wenn man auf irgendeine andere Weise dafür sorgt, dass es unter Druck bleibt, zum Beispiel indem man es in einen Raumanzug sperrt. Dasselbe gilt für all die Kleinkörper im Sonnensystem, Kometen, Asteroiden. Auch da, wenn die richtige Temperatur haben, reicht das nicht. Viele von denen bestehen sogar aus Wasser, zum großen Teil, wie dieser Komet hier, Churyumov-Gerasimenko, von der ESA aus der Nähe fotografiert mit ihrer Raumsonde Rosetta. Da ist ganz viel Wasser drin, aber es nützt uns nichts, weil es ewig gefroren ist, niemals schmilzt. Es verdampft zwar, das sieht man hier, das, was da wegströmt, das ist zum großen Teil Wasserdampf, aber es hilft uns nichts, weil es tatsächlich niemals flüssig vorliegt. Spannend ist der Mars. Auch das hatten wir eben schon und da lassen Sie uns einmal genauer hinschauen. Auf dem Mars wissen wir nämlich, früher war er bewohnbar. Heute ein trockener, eiskalter, lebloser Wüstenplanet. Was hier läuft, ist ein Ausschnitt aus dem Video von Ferne Welten, der Show, die man bei uns im Video sehen kann. Und man weiß aufgrund von genauen Beobachtungen durch Raumsonden, dass der Mars früher Wasser hatte, flüssiges Wasser hatte, das geflossen ist. Vielleicht sogar einen globalen Ozean, wie hier gezeigt. Das ist wissenschaftlich noch nicht gesichert, aber zumindest Flüsse, zumindest Seen, derart, dass in einem solchen Krater, wie das hier an manchen Stellen im Bild gerade zu sehen ist, mitunter mal für längere Zeit Wasser gestanden ist, ein See, in dem Leben hätte existieren können, das ist erwiesen, das hat es auf jeden Fall auf dem Mars gegeben.
Ergebnisse, die gesammelt wurden von amerikanischen und europäischen Raumsonden, wie zum Beispiel die Raumsonde Mars Express der ESA, die hier gerade vorbeifliegt, und die jetzt eben untersuchen, heute, die letzten Jahre und auch jetzt gerade, was hat sich denn getan auf dem Mars, was hat sich verändert, warum ist es heute nicht mehr so und was ist denn heute noch da los? Genauer hingeschaut hat die NASA mit dem Curiosity Rover, mit dem Mars Science Laboratory, MSL, hier ein Ausschnitt aus unserer Planetariumsvorführung Planeten, Expedition durch Sonnensystem, auch die bei uns als 360-Grad-Video zu sehen und ab dem 12. Juni hoffentlich auch wieder hier live im Planetarium. Curiosity ist 2012 dort gelandet und hat auch recht bald nach der Landung die Hauptmission, die Hauptaufgabe schon erfüllt, nämlich festgestellt, jawohl, der Mars war absolut und definitiv bar jeden weiteren Zweifels bewohnbar. Curiosity ist in einem Krater gelandet, von dem man vorher aus Untersuchungen aus der Umlaufbahn wusste. Da war so ein See, der diesen 100 Kilometer großen Krater einmal ausgefüllt hatte. Hat da vom Seeboden, heute seit Milliarden Jahren ausgetrocknet, eine Bodenprobe genommen, in so ein Labor im Inneren eingefüllt und dann bestimmte Eigenschaften der Elemente der chemischen Zusammensetzung gemessen und festgestellt, der Mars war bewohnbar. Das war die Aufgabe festzustellen, war der Mars wirklich bewohnbar. Es waren nicht nur alle nötigen Elemente vorhanden, das wusste man auch vorher schon. Es war nicht nur Wasser vorhanden, auch das wusste man vorher schon, sondern das Wasser hatte genau die richtigen chemischen Eigenschaften. Nicht total sauer, nicht mit anderen Substanzen belastet, sondern, wenn man so will, Süßwasser, das auch wir Menschen hätten trinken können, war auf dem Mars vorhanden. Die chemischen Bedingungen waren günstig, auch derart, dass es, wenn man so will, Nahrung gab für Mikroben, also bestimmte chemische Konzentrationsgefälle, die, das weiß man von irdischen Mikroben, als, wenn man so will, Nahrung dienen können. In anderen Worten, wenn man bestimmte irdische Mikroben damals auf dem Mars ausgesetzt hätte, die hätten sich verbreitet, denen wäre es gut gegangen. Und die Frage ist nun, wie ist das heute? Das Wasser auf dem Mars ist nicht weg, das ist zum großen Teil noch da, aber in gefrorener Form. Hier ein Bild von der ESA, vom DLR auch aufbereitet. Manchmal schön sichtbar als solche Eislinsen in großen Kratern, hauptsächlich im Boden in der Tiefe des Mars verborgen. Flüssiges Wasser gibt es auf dem Mars in ganz homöopathischer Dosis auch noch, nämlich ganz selten sickert das mal so aus Kraterrändern hervor, wenn die Sonne genau richtig steht, dass es eben Frost im Boden, der dann auftaut und dann mal hervortreten kann. Aber tatsächlich, das ist keine gute Grundlage für Leben. An der Oberfläche ist der Mars nämlich völlig verstrahlt. Durch kosmische Strahlung, aufgrund der zu dünnen Atmosphäre des Mars, kann an der Oberfläche kein Leben heute gut existieren. Hinzu kommt, dass da chemische Substanzen sind, die irdischen Bleichmitteln ähneln. Ja, also von daher keine gute Voraussetzung für Leben. Aber in der Tiefe wäre Leben immer noch denkbar, unter dem Boden. Und da gibt es einige spannende Entwicklungen. Zum Beispiel hat man in den letzten 10 Jahren Methan, dieses Erdgas eben auf der Erde, auf dem Mars gemessen und festgestellt, das kommt da in wechselnder, zeitlich und räumlich wechselnder Konzentration vor. Von der Erde aus gemessen, vom Mars aus dem Orbit gemessen, von den Orbitern von Mars Express, auch von Curiosity auf dem Boden. Und man fragt sich jetzt, woher kommt denn das? Ja, es ist nicht stabil, es würde verschwinden mit der Zeit. Woher kommt das? Wieso ist das räumlich unterschiedlich auftreten? Gibt es da offenbar aktive Quellen, die das freisetzen? Und was sind das für Quellen? Es gibt 2 theoretische Möglichkeiten, hier in diesem schönen Schaubild von der ESA dargestellt, ganz unten rechts und ganz unten links sind die Quellen dargestellt. Das könnten theoretisch Mikroben sein. Man weiß, Methan wird auf der Erde von Mikroben freigesetzt. Eigentlich, jetzt habe ich vergessen, den Witz hier einzubauen. Ich wollte eine Kuh einbauen. Ja, Kuhmägen geben auf der Erde Methan ab. Das wäre also theoretisch eine Möglichkeit, dass auf dem Mars Kühe existieren. Natürlich praktisch nicht. Und in Wahrheit sind es nicht die Kühe, sondern Bakterien in deren Mägen. Mikroben können Methan freisetzen. Das wäre natürlich sensationell. Wahrscheinlicher ist vulkanische Prozesse. Also vulkanische Hitze, die in der Tiefe bestimmte Gesteinsarten mit Wasserwechsel wirken lässt. Auch das kann Methan freisetzen. Auch das wäre eine große Entdeckung, denn dann wüssten wir, da ist flüssiges Wasser in großer Menge und damit ein Lebensraum. Also beides wäre spannend. Deswegen möchte man unbedingt genauer nachschauen. Ein spannendes Thema in der Marsforschung. Was ist mit dem Methan? Und die ESA hat dafür extra die ExoMars-Mission konzipiert. Links sehen wir den ExoMars-Orbiter, mit vollem Namen heißt er Trace-Gas-Orbiter, also Spuren-Gas-Orbiter, der den Mars seit 2016 umkreist und eben genau das tut. Nach Methan fahnden, ganz genau hinschauen, wo, wann, wie viel Methan tritt da auf, andere Gase auch.
In der Mitte sehen wir das gescheiterte Element, ein Landeversuch 2016, der Schiaparelli-Lander, der leider gecrashed ist. Ein Test, eine Generalprobe für die Landung des mit Spannung erwarteten ExoMars Rovers, der inzwischen auf den Namen Rosalind Franklin nach einer der Entschlüsselerinnen der DNS auf der Erde benannt worden ist. Der sollte eigentlich dieses Jahr zum Mars starten. Bei der ESA ist einiges schiefgegangen bei den Tests. Die Tests zum Beispiel des Fallschirms haben sich verzögert. Dann hat das Coronavirus ein Übriges getan und dies den nötigen Austausch mit der russischen Raumfahrtbehörde, die das nämlich als Koproduktion gemeinsam mit der ESA herstellt, erschwert. Da konnten die Experten nicht reisen, um sich auszutauschen. Kurzum, der Start ist, nachdem er schon zum dritten Mal verschoben worden war, ein weiteres Mal verschoben worden, jetzt auf 2022. Alle zwei Jahre gibt es eine gute Möglichkeit, zum Mars zu starten. Der Rover soll erstmals tief in den Boden hineinbohren, 2 Meter tief, und dort unten nachschauen. Wie ich eben sagte, in der Tiefe gibt es auf dem Mars Lebensbedingungen, an der Oberfläche nicht mehr. Das ist noch nie gemacht worden. Es gab insgesamt schon 8 erfolgreiche Marslandungen, aber noch nie ist in der Tiefe nachgeschaut worden. Das wird Rosalind Franklin erstmals tun, in 2 Jahren hoffentlich. Der TraceGas-Orbiter kreist derweil um den Mars, hat derweil die ersten Ergebnisse geliefert und jetzt sind die Experten baff. Er findet kein Methan oder nur noch ganz wenig. Nicht in den Mengen, nicht in den Konzentrationen und lokal und zeitlich gehäuft wie alle anderen zuvor. Und jetzt kratzt man sich am Kopf und fragt sich, was ist denn da los? Man muss vielleicht weiterschauen. Vielleicht sind die 2 Jahre, in denen der bisher gut gemessen hat, nicht ausreichend, um das Phänomen ausreichend zu studieren. Also da erwarten uns vielleicht noch interessante Neuigkeiten. Aber erstmal eine große Verblüffung, die da herrscht. Dieses Jahr geht es auch weiter mit der Erforschung des Mars, obwohl der ExoMars Rover noch wieder verschoben werden musste. Die NASA startet ihren Nachfolger von Curiosity, der den Namen Perseverance erhalten hat. Man fragt sich aus europäischer Sicht, warum die immer so Zungenbrecher wählen, aber gut. Perseverance am 17. Juli zum Mars. Hoffentlich geht's gut. Vielleicht machen wir dann hier eine Live-Übertragung der Starts, wenn wir dann wieder offen sind. Schauen wir mal. Und am 18. Februar soll das dann auf dem Mars landen. Perseverance und soll dort ebenfalls wieder auf einem getrockneten Seeboden die Bewohnbarkeit untersuchen und erstmals Bodenproben einsammeln, die dann später zur Erde zurückgebracht werden sollen. Nicht von Perseverance selber, der kann ja nicht zur Erde zurückfliegen, aber von einer Nachfolgemission, die dann kommen und die Bodenproben abholen soll, die Perseverance sammeln wird. Und gleich 3 Raumsonden fliegen dieses Jahr zum Mars. Eine Raumsonde der Vereinigten Arabischen Emirate, ein Orbiter. Und der wahrscheinlich größte Wurf, eine chinesische Raumsonde, Tianwen 1, die ich ganz bestimmt völlig falsch ausspreche. Ein Orbiter und ein Landegerät mit einem Rover, also eine, wenn man so will, volle Breitseite in der Erforschung. Allerdings etwas bescheidener mit den Zielsetzungen. China hat noch nie eine Raumsonde zu einem anderen Planeten geschickt. Also ein Erstversuch, der gleich richtig groß aufgestellt ist. Wenn wir mal resümieren, dann wissen wir, der Mars ist heute marginal bewohnbar. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auf dem Mars irgendetwas lebt, aber doch unter sehr engen Constraints nur. Früher waren die Bedingungen besser und die Kernfrage ist, konnte Leben auch entstehen? Ja, wir wissen, dass der Mars bewohnbar war, aber heißt das, dass er auch bewohnt war? Wie schwierig oder wie einfach ist es, dass Leben tatsächlich entsteht? Braucht das vielleicht noch mehr engere Kriterien, weitere Voraussetzungen als nur die Existenz von Leben? Die Antwort ist wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich muss man da noch nach weiteren Voraussetzungen suchen. Und es gibt im Grunde 2 Denkrichtungen. Eine Denkrichtung, die sagt, wenn die Bedingungen für Leben da sind, entsteht es auch. Ist ganz einfach, ist keine Hexerei. Und eine andere Denkrichtung, die sagt, das ist ganz schön schwierig, dass Leben entsteht. Dafür braucht es weitere Voraussetzungen, die nicht so ohne weiteres alle klar sind. Und wenn man auf dem Mars Leben fände, dann wüsste man, dass Leben einfach entsteht und könnte damit seine Erwartung für andere Himmelskörper jenseits des Sonnensystems gleich ganz hoch hängen. Oder umgekehrt, wüsste man, die Erwartungen müssen sehr weit heruntergeschraubt werden, wenn der Mars uns eine leere Menge präsentiert an Lebewesen. Also wie wird es weitergehen? Man wartet mit Spannung auf den ExoMars Rover in 2 Jahren, auf die weiteren Ergebnisse vom Mars Trace Gas Orbiter und auf die Gesteinsproben, die zur Erde gebracht werden sollen. Das wird uns dann in einigen Jahren vielleicht Klarheit verschaffen. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist der sich hinter diesem komischen Wort Panspermie verbirgt. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit ein Austausch zwischen den Planeten, ohne dass irgendein Mensch oder ein Raumfahrer etwas dazu tut.
Es fliegen ständig Steine hin und her im Sonnensystem. Wir merken es manchmal sogar, wenn einer davon auf die Erde fällt, als Meteorit. Die meisten Meteoriten stammen als Bruchstücke von Asteroiden aus dem Asteroidengürtel. Aber ich habe hier einen, den ich Ihnen mal zeigen möchte. Eigentlich müsste ich mir jetzt hier so einen schönen Handschuh anziehen, um den anfassen zu können, aber ist mir jetzt zu kompliziert. Ich fasse den jetzt einfach mit dem Handschuh außen herum an. Das ist ein Meteorit. Ich halte den jetzt mal hier in die Kamera und ich hoffe, es können ihn alle richtig sehen. So, ich hoffe, er ist gut zu sehen. So, ja. Also dieses Drumherum, dieses schrecklich unschöne Drumherum, das ist dieser Handschuh, um den es jetzt gar nicht gehen soll. Aber der Meteorit selber, ich versuche es nochmal neu. So, können ihn alle sehen? Ist er scharf? Ich weiß nicht. Das ist ein Stein vom Mond. Wir haben natürlich keinen Stein von den Apollo-Missionen hier bei uns. Aber dieser Meteorit, dieser Stein ist als Meteorit auf die Erde gefallen, wurde in der Wüste in Marokko gefunden und eine spätere Untersuchung hat gezeigt, der kommt vom Mond. Und es gibt viele andere gleiche, ähnliche Steine, die nicht nur vom Mond, sondern sogar vom Mars stammen. Die sind dann seltener. So einen haben wir hier nicht. Aber diesen hier, den kann man bei uns normalerweise in der Ausstellung besichtigen. Ein Stück Mond in Münster. Und das zeigt, dass bei Einschlägen auf dem Mond, wenn ein großer Krater entsteht, Steine rausgeschleudert werden, dann die meisten Steine durchs All fliegen, auf Nimmerwiedersehen verloren gehen. Aber ganz selten landet mal einer auf der Erde. Und das gilt auch für größere Distanzen, also auch vom Mars zur Erde haben wir Bodenproben dieser Art enthalten. Hier ist so eine, ein Mars-Meteorit. Ich stelle mal den Mondmeteoriten wieder ab. Ein Mars-Meteorit. Das heißt, wir haben schon Bodenproben vom Mars, die sind nur beim Rausschleudern und beim Eintritt in die Erdatmosphäre derart ja, durch den Mangel genommen worden, dass sie den Wissenschaftlern nicht mehr so sehr nützen. Gleichzeitig sind die beliebig irgendwo rausgekegelt worden und nicht an den Stellen, wo man glaubt, dass da man am ehesten Sedimente von Seeböden oder Ähnlichem, die man lieber anschauen möchte. Also kurzum, es ist durchaus sinnvoll, eine Raumsonde zum Bodenproben zurückholen, dorthin zu schicken. Aber der eigentliche Punkt, den ich hier machen möchte, ist ein anderer. Das geht auch umgekehrt. Das heißt, es sind ganz sicher auch Steine von der Erde zum Mars gekommen. Zwar noch weniger, weil die Erde größer ist, eine höhere Fluchtgeschwindigkeit hat als der Mars, aber es sind ganz sicher einzelne Steine im Laufe der Geschichte des Sonnensystems, gerade in der Frühzeit, von der Erde zum Mars geflogen und von der Erde zu Venus und so weiter. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass da Passagiere an Bord waren, nicht wahr? Mikroben können, das hat man simuliert, wissenschaftliche Untersuchungen studiert, Mikroben können einen jahrelangen Flug durchs All zum Teil überleben. Also es ist möglich, dass der Mars Leben von der Erde geliefert bekommen hat, das sich dann da ausgebreitet hat. Wenn man auf dem Mars Leben findet, wird man genau hinschauen müssen, hat das DNS? Dann vergiss es, dann ist das nicht vom Mars, dann ist das von der Erde. Und das müsste man dann gleich durchstreichen und sagen, zählt nicht. Wir wollen außerirdisches Leben suchen, nicht irdisches Leben, das auf verschlungenen Pfaden anderswo existiert, ohne dass wir es bisher wussten. Weiter im Sonnensystem, es gibt Orte, an denen es noch besser funktioniert als auf dem Mars, nämlich bei den Monden des Jupiter. Das sind die vier großen Monde des Jupiter. Auf dreien davon, weiß man, gibt es Wasser unter der Oberfläche. Europa, Ganymed und Callisto. Bei zweien davon, Ganymed und Callisto, allerdings in einer Art und Weise, wo man sagen muss, vergiss es, brauchen wir gar nicht erst genauer nachzugucken. Sie sehen hier diese aufgeschnittenen Modelle der Monde und da sieht man, bei den unteren beiden ist das Dunkelblaue, das Wasser, zwischen Hellblauem, nämlich Eis, eingepackt. Wie kann das sein? Eis ist ja immer oben auf dem Wasser drauf. In großer Tiefe, bei großem Druck, gibt es Formen von Eis, die mit dem irdischen Eis überhaupt nichts zu tun haben, andere Arten von Eis, exotische Eisformen sozusagen, die schwerer sind als Wasser, also eine höhere Dichte haben als Wasser, korrekt ausgedrückt. Und was man da erwartet ist, dass also so ein Ozean dann als Sandwich zwischen Eisschichten sitzt, niemals mit dem Gestein in Kontakt kommt. Und jetzt gehen wir zurück zu dem anderen Punkt, Wasser alleine macht den Kohl nicht fett. Kohlenstoff muss auch dabei sein oder die anderen Elemente, die es zudem braucht. Und von daher würde man sagen, Leben ohne Kontakt zu Gestein oder zu etwas anderem als nur H2O in gefrorener Form, das wird auch nicht klappen. Also sterile Ozeane sind vielleicht häufig in solchen Eismonden, die es auch bei anderen Planeten, Saturn, Uranus und bei Planeten ferner Sterne geben mag. Was wir brauchen, ist ein Ozean, der wie auf der Erde direkt auf dem Gestein sitzt. Und das haben wir beim Jupitermond Europa. Das ist also ein spannender Ort. So sieht er aus der Nähe aus, ganz von Eis bedeckt. Man merkt schon auf den ersten Blick, das ist irgendwie anders, als was man vom Mond her kennt. Keine Krater, die Planetenforscher wissen, keine Krater heißt immer gleich, da tut sich was.
Das ist nichts Urtümliches, sondern da tut sich jetzt gerade was. Irgendwas verschiebt sich, irgendwas bewegt sich. Und das ist das Eis, was auf dem Ozean driftet, schwimmt und sich dabei ständig verformt. Unter dem Eis befindet sich, wie gesagt, ein Ozean mit viel mehr Wasser sogar als in den Ozeanen der Erde. Und die spannende Frage, wenn man jetzt forschen möchte und gucken möchte, lebt da irgendetwas? Da sind ja erstmal die Voraussetzungen vorhanden, nicht wahr? Wasser und die anderen Elemente, die anderen Substanzen. Da muss man natürlich eigentlich einen Blick unter das Eis werfen. Und die Frage dafür ist, wie dick ist denn das Eis? Es ist kein Packeis wie auf der Erde, sondern es ist, sagen manche Forscher, viele, viele Kilometer dick. Dann hätte man schlechte Karten. Die Hoffnung wäre, dass man dünne Stellen findet. Und die hat man jetzt vor ein paar Jahren gerade gefunden. Es gibt manche Regionen auf dem Europa, die so eine bisschen chaotische Oberflächenstruktur aufweisen. Chaosregionen nennt man die von daher auch ganz plump. Und man hat herausgefunden, dass an diesen Stellen, wie das hier im Querschnitt einmal gezeigt ist, vermutlich Wasserlinsen knapp unter der Oberfläche liegen, aber auch in Kontakt mit dem tiefen Meer stehen. Und das sind von daher gute Orte, um nachzuschauen. Das ist so ein Beispiel, wie das aus der Nähe aussieht. Terra Macula heißt dieser Fleck, dieser Punkt auf dem Europa. Das könnte, wenn man mal so recht überlegt, vielleicht einer der besten Orte sein, um Exobiologie zu betreiben, um nach Leben zu suchen. Im ganzen Sonnensystem. Forschung haben vor ein paar Jahren gezeigt, Studien von Daten der Galileo-Raumsonde, die dieses Foto und andere Daten aufgenommen hat, dass das eine Stelle ist, wo das Ganze aktiv in Bewegung ist und nicht etwa schon erstarrt oder eingefroren ist, sondern wo diese Wasserlinse da immer noch dabei ist, sich zu aktiv die Oberfläche zu verändern und wo man vielleicht hoffen könnte, wenn man eines Tages dort landen würde, vielleicht sogar an der Oberfläche Spuren von Lebewesen zu finden, von Lebensformen oder Lebensgrundlagen zu finden. Eine weitere spannende Entdeckung bei Europa, gerade kürzlich ist, es könnte dort Geysire, Fontänen geben, die also Wasser direkt aus dem Untergrund nach draußen in den Weltraum befördern. Was Sie hier sehen, ist ein Bild des Hubble-Teleskops auf der linken Seite und dieser ganz kleine winzige weiße Fleck da am Rand, der markiert ist. Das ist so eine Stelle, wo man glaubt, dass das tatsächlich so eine Fontäne ist, die aus dem Boden herausschießt, was dann aus der Nähe betrachtet so aussehen könnte wie im Querschnitt rechts. Tatsächlich, wenn wir mal auf Europa landen und uns das aus der Nähe anschauen, wie hier in unserer Vorführung Planeten, dann würde man wahrscheinlich, wenn man jemals als Astronaut dorthin fliegen könnte, wie wir das als Fantasieszenario in dieser Vorführung einmal zeigen, an einem solchen Fleck landen, um genau zu schauen, kann man dort an der Oberfläche schon Aufschlüsse darüber finden, was sich in der Tiefe tut? Oder muss man tatsächlich irgendeine Form, irgendeinen Weg finden, durchs Eis hindurchzukommen, auch wenn es den Kilometer dick ist, um in den Ozean selber hineinzuschauen? Es gibt heute schon Forschungsprojekte, die so etwas vorbereiten wollen, wo man also schaut, wie kommt man durchs Eis durch? Wie kommt man zum Ozean runter? Aber davon ist man noch weit entfernt. Wenn das jetzt hier so ein bisschen ruckelt im Video, liegt das übrigens daran, dass ich hier selber mein eigener Kameramann war. Und ich war, das ist ein 360-Grad-Video. Schauen Sie es auf YouTube gerne an. Und hier schwenke ich gerade runter, während der Film läuft. Und da kommt jetzt der Sternprojektor ins Bild hier. Also wir befinden uns in diesem Video wirklich gedanklich im Planetarium, können uns umschauen. Schauen Sie es sich, wie gesagt, gerne einmal extra noch an, nach dem Vortrag vielleicht oder später auf YouTube. Und hier, gut, kommt jetzt unsere Europastation in unserem Fantasiefilm in Sicht. Bisher geplant sind nur Raumsondenmissionen, die Europa umkreisen sollen. Immerhin, eine Rückkehr ist geplant. Lange Zeit war das nicht der Fall. Lange Zeit haben die Forscher darum kämpfen müssen. Heute gibt es zwei Raumsondenprojekte, die zum Europa zurückkehren sollen, oder zur Europa, die Dame ist weiblich, ja, zur Europa zurückkehren sollen. Nämlich eine der ESA mit Namen JUICE, wie das englische Wort für Saft, komische Abkürzung, und die andere, der sogenannte Europa Clipper der NASA, die werden aber nur vorbeifliegen an Europa mehrfach und dann aus der Nähe Aufnahmen machen, auch von solchen spannenden Orten auf Europa, um Näheres herauszufinden. Eine Landung möchte man auch machen, aber die ist noch alles andere als sicher und wird vielleicht noch 15, 20 Jahre dauern, bis das passieren kann. Und auch die wird nur an der Oberfläche nachschauen können. In die Tiefe bohren ist Zukunftsmusik, das erleben wir vielleicht leider alle nicht mehr. Aber es gibt einen weiteren Ort, der im Grunde genauso aussieht wie Europa, nämlich der hier, ein Mond des Saturn, Enceladus, Europa Reloaded, bei dem man das Gleiche findet, nur besser. Nämlich das, was bei Europa gerade durch das Hubble-Teleskop versucht wurde, mühsam aus diesem Bildrauschen herauszukitzeln, gibt es in Enceladus, auf Enceladus in Hülle und Fülle, Fontänen.
Geysire, könnte man sagen. Es sind eigentlich keine Geysire, wenn man es genau nimmt, aber so etwas Ähnliches. Fontänen, wo Dampf, genauer gesagt Eiskristallpartikel, Dampf, der zu Eiskristallpartikeln erstarrt, in Form solcher langen Vorhänge aus dem Boden des Enceladus emporsteigt. Man weiß, das hat die Raumsonde Cassini, die durch die Fontänen direkt hindurchgeflogen ist, herausgefunden, sind gespeist von einem Wasserreservoir darunter. Also das ist nicht etwa nur sublimierendes Eis wie bei einem Kometen, sondern da ist wirklich Wasser am Werk. Und man hat sogar herausfinden können, die Messungen von Cassini, dass dieses Wasserreservoir nicht da einfach steril nur im Eis sitzt, sondern Kontakt mit einem Gesteinsboden hat. Und sogar, um noch einen oben drauf zu setzen, dass da Hydrothermalquellen, erzähle ich gleich mehr zu, vorhanden sind. Also perfekt. Von daher würde man erwarten, dass man da bei den Fontänen einfach auf Tauchstationen, auf Tauchgang gehen könnte, ohne durchs Eis bohren zu müssen. Die Öffnung ist schon da. Und dann, oder vielleicht sogar noch einfacher, etwas salopp ausgedrückt hier von mir mit den Worten Kadaver im Orbit, einfach nur durch die Plumes hindurchfliegen muss, wie Cassini das schon gemacht hat. Cassini konnte mit der Instrumentierung, die da an Bord war, aber nur bestimmte Moleküle ausfindig machen. Möglicherweise kann man mit besseren Messinstrumenten tatsächlich Leben unter dem Eis von Enceladus im Orbit studieren. Faszinierend. Dahin müsste man zurückkehren. Auch hier wieder ein Ausschnitt aus der Planetenshow, die man bei uns ab 12. Juni wieder wird sehen können. Hier landen wir jetzt nicht auf Enceladus, sondern wir machen genau das, was ich gerade skizziert habe. Wir fliegen auf eine solche Eisspalte, auf einen solchen Vorhang von hochsteigenden Eiskristallwolken zu und fliegen da hinunter in die Tiefe. Man weiß aus Modellrechnungen auf Basis der Daten von Cassini, dass man erstmal ein paar hundert Meter tief, gar nicht so tief, vielleicht nur 100 Meter tief gehen muss und dann auf so eine Wasserkammer stoßen müsste, wo dann der Wasserspiegel sich befindet, von dem aus der Dampf aufsteigt und dann auch gleich zu Eiskristallen erstarrt. Und dann müsste man aber richtig tief runtergehen, dann geht es viele Kilometer in die Tiefe. Das machen wir jetzt mal wie mit so einem Expressfahrstuhl runter durchs Wasser und dann wäre man dort. In einem dunklen Ozean, wo niemals Licht hinkommt, wo also Photosynthese gar nicht möglich ist, die Energiequelle des Lebens auf der Erde, funktioniert da nicht. Und wo von daher Leben nur spärlich, nur schwer möglich wäre. Aber immerhin, es gibt eine wesentliche Ingredienz, nämlich diese Hydrothermalquellen, ich hatte es gerade erwähnt, also solche Schlote, schwarze Raucher, sagt man dazu auch, die gibt es am Meeresboden auf der Erde. Und so etwas hat man dort gefunden. Nicht indem man da hingetaucht ist, sondern indem man die Partikel, die da rauskommen, im Orbit nachgewiesen hat. Und das ist insofern spannend, als dass viele Forscher glauben, dass die Entstehung des Lebens auf der Erde an solchen Orten passiert ist. Wenn man die anderswo hat, also diese Orte, ja wunderbar, dann müsste man doch dort am ehesten nachschauen und das möchte die NASA auch. Das Problem ist nur, es ist alles ein bisschen teuer, alles nicht so einfach. Milliarden Dollar oder Euro kosten solche Missionen. Eine Rückkehr zu Enceladus steht definitiv in den Planungsbüchern, aber wird noch sicherlich 20 Jahre dauern, bis das passiert. Also Leben auf Eismonden oder besser in Eismonden ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ist vielleicht wahrscheinlicher, dort etwas zu finden als auf dem Mars heutzutage, aber leider auf die lichtlose Tiefsee beschränkt. Daher gibt es nicht die Energie, die das irdische Leben gewohnt ist. Und damit, das hat man auch mal in Modellrechnungen durchgespielt, ist die Biosphäre, die Menge an Material, die man überhaupt füttern kann mit dem, was es da an nutzbarer Energie gibt, sehr begrenzt. Also Modellrechnungen von Exobiologen sagen, auf Europa hätte man schon Schwierigkeiten, ein paar Shrimps zu ernähren, auf Basis von den Bakterien, die da denkbar wären. Und eine ausufernde, komplexe Biosphäre wie auf der Erde, in den irdischen Ozeanen, ist da schwer vorstellbar. Also höheres Leben, Fische, ja, unwahrscheinlich. Aber ganz wichtig als Gedanke, die zahlreichsten Orte im Universum, an denen man Leben finden könnte, Habitate, das sind wahrscheinlich solche Orte. Die gibt es viel häufiger als Planeten wie die Erde. Jeder Riesenplanet wie Jupiter, Saturn hat Monde, Eismonde. Die Mechanismen, die dafür das Wasser sorgen, die Gezeitenreibung durch das Schwerefeld des Riesenplaneten funktionieren auch bei wahrscheinlich jedem Riesenplaneten. Also im Grunde könnte man so etwas bei fast jedem großen Planeten, bei fast jedem Stern erwarten. Die Frage ist nur, ob es das ist, was wir suchen wollen oder ob wir weiterschauen möchten. Denn vielleicht schauen wir mal weiter, was es für weitere Möglichkeiten gibt, wenn wir nach mehr als nur Mikroben schauen möchten. Ein Punkt zum Sonnensystem noch, ein letzter, bevor wir hinausschauen aus dem Sonnensystem.
Was ist denn mit den exotischeren Möglichkeiten, die ich vorhin erwähnt habe? Jetzt habe ich wieder immer nur von Wasser geredet. Und das ist das beste Beispiel dafür, Titan. Ein Mond des Saturn, auch ein Eismond, aber ein völliger Exot, allein dadurch, dass er eine Atmosphäre hat. Der einzige Mond im Sonnensystem mit einer dichten Atmosphäre, dichter als die der Erde. Dieser blaue Schleier und das Orange darunter, das ist die Atmosphäre. Und darin spielen sich spannende chemische Reaktionen ab, die im Grunde Riesenmoleküle von Kohlenstoff bauen. Genau das, von dem wir wissen, dass Leben darauf basieren kann. Nur es fehlt das Wasser. Warum? Na klar, es ist zu kalt. Wir sind beim Saturn, minus 180 Grad Celsius. Und das heißt, A, Wasser kann nicht flüssig sein, steht als Lösungsmittel nicht zur Verfügung. Und B, egal welche chemischen Reaktionen man anschauen möchte, die laufen viel, viel langsamer ab in der Kälte als die auf der Erde. Aber was ist da möglich? Man weiß, dass es Methan und Ethan, diese Kohlenwasserstoffe, die als exotisches Lösungsmittel vielleicht denkbar sind, dass es die dort in Hülle und Fülle gibt. Dass es dort riesengroße Seen, vielleicht sogar kleine Meere gibt, aus Methan und Ethan, an der Oberfläche, unter diesem Dunstschleier. Es gibt dort Regen, irdische Landschaften, Flüsse mit diesen ausgewechselten Elementen. Erdgas, flüssiges Erdgas statt Wasser. Das ist das einzige Bild, was wir von der Oberfläche haben, von der Huygens-Mission, die dort von der ESA, die dort von Cassini Huckepack zum Saturn getragen 2005 gelandet ist. Und man sieht eine Schwemmebene bedeckt von Kieselsteinen. Was dort Steine, es sind eigentlich keine Steine, es sind Eisbrocken. Zum Größenvergleich ein Bild der Apollo-Mission daneben. Das soll illustrieren, das ist so eine Froschperspektive, aus der das aufgenommen wurde. Welche Möglichkeiten, dass dort etwas lebt, gibt es? Wenn wir wieder mal in einem Ausschnitt unserer Vorführung Planeten dort hinschauen, dann sehen wir, dass, wie gesagt, es auf Titan regnet, und zwar kein Wasser, sondern, wie gesagt, Methan, Erdgasregen. Das sammelt sich zu Flüssen und bildet Meere. Und man kann jetzt überlegen, wie gesagt, unsere irdischen Lösungen des Lebens, DNS, Proteine, Lipidmembranen, würden da nicht so gut funktionieren, weil es eben ein nicht polares Lösungsmittel ist. Man müsste ganz andere Substanzen sich vorstellen, auf denen das Leben basieren soll. Aber immerhin, es gibt erste Ansätze, es gibt Forscher, die sich dazu etwas überlegt haben. Und tatsächlich, Moment, jetzt will ich hier meine Folie wechseln. Tatsächlich wäre es denkbar, dass man, auch wenn Lipidmembranen nicht funktionieren, sich eine alternative Biochemie ausdenken könnte, bei der zum Beispiel nicht wie auf der Erde die Energie von Zuckermolekülen, die mit Sauerstoff reagieren, verstoffwechselt wird zu CO2, sondern dass das Ganze ersetzt wird durch Wasserstoff statt Sauerstoff, durch Acetylen statt Glucose und ausgeatmet wird Methan statt Kohlendioxid. Ist ein bisschen exotisch, aber das hat man gedanklich simuliert, durchgespielt, das würde gehen. Also zumindest Energie für Lebewesen, wie kann ein Stoffwechsel funktionieren, ist da. Tatsächlich findet man all diese Substanzen auf Titan und stellt sogar fest, jetzt wird spannend, Wasserstoff und Acetylen ist zum Boden hin weniger häufig, als man erwarten würde. In der Höhe häufig, nahe dem Boden weniger häufig. Ein Muster, das man erwarten würde, wenn das von Lebewesen dort genutzt würde. Kann natürlich auch rein chemische Ursachen haben. Aber es ist interessant, da mal genauer nachzuschauen. Es gibt sogar inzwischen eine Antwort, wie anstatt Lipidmembranen in solch einem nicht polaren Lösungsmittel eine Membran entstehen könnte, nämlich auf Basis dieses schönen Moleküls, Acrylnitril, auf der Erde in der Kunststoffherstellung im Einsatz und anderes. Damit könnte man Membranen bauen. Neuere Untersuchungen wiederum sagen, naja, das geht zwar, aber es ist energetisch unwahrscheinlich. Solche Azotosome, was dann der Ersatz für die Zelle wäre, bilden sich da vermutlich nicht spontan. Also ein spannendes Forschungsfeld. Ganz viel Chemie ist dabei, klar. Und das Einfachste wäre es, eine neue Mission dorthin zu schicken und nachzusehen. Das immerhin plant die NASA derzeit. Um 2030 soll ein Lander zum Titan fliegen, dort landen und dann als Hubschrauber tatsächlich auf dem Titan von Ort zu Ort fliegen und sich umschauen. Also, Zusammenfassung zum Sonnensystem, bevor wir es verlassen in den letzten Minuten des Vortrags. Pessimistisch lebt nichts im Sonnensystem außer uns, aber optimistisch könnte man erwarten, dass an einigen Orten tatsächlich Leben zu finden ist. Es gilt, näher nachzuschauen. Und die spannende Frage dabei ist natürlich, wie einfach die Entstehung von Leben ist. Nicht wahr? Braucht man Bedingungen, die genau wie auf der Erde sind, damit Leben entsteht? Oder reicht so ein Schlot am Meeresgrund? Dann könnte man es auch auf Europa und Enceladus wagen.
Andere Forscher sagen wiederum, naja, es braucht vielleicht doch den Ozean an der Oberfläche, die Gezeiten, eine Küste, Gezeitentümpel, dieses klassische Modell der Ursuppe oder so ähnlich, bestimmte Lehmschichten, die eine Rolle spielen könnten. Vielleicht braucht es doch genau so etwas wie die Erde. Und das wissen wir bisher nicht. Das ist die spannende Frage. Schauen wir hinaus. Ein Bild der Milchstraße. 200 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße. 4260 Planeten kennt man derzeit. Exoplaneten, die um einen dieser anderen Sterne kreisen. Das werden wöchentlich mehr oder monatlich mehr. Das ist eine Momentaufnahme. Natürlich gibt es Milliarden, hunderte von Milliarden Planeten in der Milchstraße. Und rein statistisch muss es von daher, selbst wenn Leben genauso etwas wie die Erde bräuchte, auch die Voraussetzung irgendwo geben. Wir haben sie nur noch nicht gefunden. Unter den 4260 ist kein einziger, wo es exakt passt. Schauen wir uns kurz um. Ganz in unserer Nähe finden wir schon einen. Der allernächste Stern hat bereits einen Planeten von ungefähr der Größe der Erde uns zu bieten, Proxima Centauri b. In diesem Bild der ESO, das ist natürlich kein Foto mit den ESO-Teleskopen, wäre super, wenn das so wäre. Wir wissen nicht, wie es da aussieht. Wir wissen nicht, ob dieser Planet eine Atmosphäre hat oder nicht. Er schweige denn, ob er Wasser hat oder nicht. Das Einzige, was wir wissen, er ist ungefähr so groß wie die Erde und er kreist in der richtigen Distanz zu seinem Stern, Proxima Centauri b, damit die Temperatur für Wasser passt. Aber heißt das, dass er wirklich Wasser hat? Das wissen wir noch nicht. Da muss man genauer nachschauen. Und eine Schwierigkeit dabei ist, dass er sehr nah an seinem Planeten kreist. Hier sehen wir ein Diagramm. Links das Sonnensystem, die Sonne mit der Bahn des Merkur, dem innersten Planeten. Rechts das System Proxima Centauri, dieser Stern. Und man sieht, der Stern ist viel kleiner als die Sonne. Das ist ein roter Zwergstern. Zwerg, weil er klein ist, rot, weil er kühl ist. Also weniger heiß scheint als die Sonne. Und das heißt, ein Planet, der es quasi ausreichend warm haben möchte, auf dem Wasser flüssig sein soll, der muss, wenn man so will, ganz nah ranrücken an dieses zentrale Feuer. Nicht so weit weg wie die Erde, bei unserem hellen, heißen Stern muss man Abstand halten, damit es nicht zu heiß wird. Proxima Centauri ist sehr nah dran, um in dieser sogenannten habitablen Zone sich zu befinden. Und das wiederum könnte ein Problem sein für den Planeten. Dazu gleich ein paar Worte mehr. Aber was hat man eigentlich gefunden? Auf die Größe kommt es einerseits an bei den Planeten. Man hat sehr viele Planeten gefunden von der Größe des Jupiter oder der Größe des Neptun und Uranus. Das ist sogar die Mehrheit der Planeten, die man kennt. Und man hat einige Planeten, so um die 700 gefunden, etwa von der Größe der Erde. Auch das eine Momentaufnahme, das ändert sich auch ständig. Vermutlich sind Planeten von der Größe der Erde noch viel häufiger. Dass man zum Beispiel kleinere, hier ganz links gezeigt, kleinere als die Erde kaum gefunden hat, liegt nicht daran, dass die selten sind, sondern nur daran, dass man natürlich große Dinge einfacher findet als kleine Dinge, ganz pauschal gesagt. Das heißt, wir haben hier einen Bias in unserer Beobachtung. Die haben wir finden wir relativ gut und erschöpfend und die hier nur zum ganz kleinen Anteil. Auch irdische Planeten, also Planeten der Größe der Erde, gibt es wahrscheinlich in viel größerer Zahl, Vergleich relativ zu den Jupiter-ähnlichen, als wir sie bisher entdeckt haben. Aber das sind die absoluten Zahlen, das ist das, was wir in der Hand haben. Und die Größe spielt insofern eine Rolle, als dass natürlich ein Planet, auf dem alles so funktionieren soll wie auf der Erde. Wenn wir jetzt mal sozusagen alle Register ziehen und sagen, also da glauben wir, dass wirklich alles passt und Leben definitiv nicht nur überleben, sondern auch entstehen kann. Dann suchen wir nach einem solchen Planeten, der nicht so groß ist wie ein Jupiter-ähnlicher. Klar, da ist flüssiges Wasser auf einem Gasplaneten schwer vorstellbar. Und der auch nicht zu klein ist wie der Mars, sodass er die Atmosphäre verliert, dass da Wasser dann nicht mehr flüssig sein kann und so weiter. 700 haben wir. Man kann weiter fragen jetzt, die Größe alleine reicht nicht, das haben wir bei Proxima Centauri b eben schon gesehen. Der Planet muss die richtige Entfernung zu seinem Stern haben, damit es weder zu heiß noch zu kalt ist. Er muss in dieser sogenannten habitablen Zone sich befinden, die je nach Art des Sterns weiter draußen oder näher dran ist. Und jetzt wird es schwierig, jetzt müssen wir also genau hinschauen und die Planeten sortieren, nicht nur nach Größe, sondern auch nach Wärme. Und dann muss man noch genau auf die Zusammensetzung schauen, da wird es dann noch komplizierter. Auch ein Planet, der genau die richtige Größe und genau die richtige Wärme hat, kann unpassend sein. In diesem Diagramm ist gezeigt zwei Dinge, die wir von einem Planeten wissen. Wir sehen die ja nicht, wir können sie nur messen, wir können nur aus dem Sternenlicht herauskitzeln, da ist ein Planet, indem wir schauen, wie der Stern sich bewegt oder wie er sich verdunkelt, wenn etwas davor entlangläuft. Wir haben bei keinem einzigen dieser Exoplaneten, naja, also bei ganz wenigen, aber bei keinem dieser, die interessant sind, wirklich ein Foto davon machen können. Von daher, zwei Dinge wissen wir nur. Wie groß ist das Ding und wie schwer ist das Ding, die Masse?
Und wenn man das weiß, dann kann man die Dichte berechnen, also wie viel wiegt ein Kubikzentimeter davon. Ist das etwa so dicht, ist das etwa so ähnlich wie Eis oder so dicht wie Gestein oder so dicht wie Eisen? Und das ist hier einmal eingetragen in solchen Kurven. Und da hätten wir hier oben entlang dieser Kurve Planeten, die eine sehr geringe Dichte hätten, die also fast die aus Gasen bestehen, als Gasplanet eben, natürlich, Uranus und Neptun als Beispiel. Weiter unten Planeten, die etwas dichter sind, der Dichte von Wasser entsprechen also. Und dann hier unten Planeten wie die Erde oder wie die Venus, die zum großen Teil aus Gestein bestehen. Theoretisch wären weiter unten auch Planeten denkbar, die fast ganz aus Eisen bestehen. Und viele Planeten, die man findet, liegen erstaunlicherweise in diesem Bereich hier. Da müsste man also sagen, ja, die sind so groß wie die Erde, aber bestehen vielleicht aus im Wesentlichen haben vielleicht einen riesengroßen Ozean, der so dicht ist, so dick ist, dass da gar keine feste Oberfläche wie auf der Erde mehr vorhanden ist, keine Kontinente. Auch das wäre vielleicht nicht das, wonach wir suchen. Also man muss genau hinschauen und vielleicht sogar schauen, ob man auf dieser Kurve erdähnlicher Planeten ist. Hier einmal gezeigt an fünf Planeten im Sternsystem Kepler-11. Und natürlich kann man so ein Diagramm auch zeichnen, dann wird es nur unübersichtlich für alle Planeten, die man bisher gefunden hat. Das ist die Übersicht, die ich dazu einmal präsentieren möchte. Ein Periodensystem der Exoplaneten hat eine Forschergruppe namens Planetary Habitability Laboratory, das ist eine Forschergruppe, sich ausgedacht, in der sie in so einem Diagramm einmal eintragen, von links nach rechts die Größe, also hier rechts die Jupiter-ähnlichen Planeten, hier in der Mitte die erdähnlichen und rechts die ganz kleinen. Die sind zu klein, die sind zu groß, die wollen wir. Und von oben nach unten die Hitze. Zu heiß, ganz gut und zu kalt. Als Beispiel unser Sonnensystem. Wir haben einen, auf dem es passt, die Erde, einen, naja, so könnte passen, der Mars, alles andere zu kalt. Oder zu klein oder zu groß. Und jetzt blende ich einmal um zu dem, was wir bei Exoplaneten bisher gefunden haben. Und da werden die Zahlen natürlich ganz interessant. 22 sind es, 22 Planeten der Größe der Erde, bei denen die Temperatur ungefähr stimmt. Und die kann man auch direkt alle einzeln zeigen. So sehen sie aus. Und das sind natürlich wieder keine Fotos, sondern künstlerische Darstellungen, die man sich davon gemacht hat. Von daher ist dieses Bild jetzt relativ ohne Wert. Und jetzt müssen wir leider noch weiter selektieren. Auch die sind noch nicht alle gut, sondern viele von denen kreisen um solche roten Zwergsterne. Und da haben wir vielleicht ein ganz eigenes Problem bei solchen roten Zwergsternen. Passt das wirklich? Selbst wenn da ein Planet in der richtigen Größe, mit der richtigen Temperatur, mit der richtigen Zusammensetzung zu finden ist, kann es sein, dass es immer noch nicht passt. Denn, wie gerade schon erwähnt, bei Proxima Centauri, damit es bei roten Zwergsternen, bei diesen kühlen Sternen passt, muss der Planet nah dran sein. Dann kommt es aber dazu, dass er wie der Mond der Erde immer dieselbe Seite zeigt. Gebundene Rotation nennt man das. Und das könnte schlecht sein, weil dann die eine Seite sehr warm, zu warm wird und die andere kalt, zu kalt. Und dann ist der Planet am Ende vielleicht doch unbewohnbar. Weiterhin haben diese roten Zwergsterne mitunter oder häufig sehr starke Ausbrüche energiereicher Strahlung, Röntgenstrahlung, UV-Strahlung, die dazu führen könnten, wenn Lebewesen denen schutzlos ausgesetzt wären, dass dann da am Ende nichts mehr leben kann. Dichte Atmosphären, wenn es sie gäbe, könnten diese Probleme ausbügeln. Und zwar beide, also tatsächlich die Röntgenstrahlung und die ungleiche Temperaturverteilung. Auch das haben Forscher herausgefunden in Simulationsrechnungen am Computer, wo man diesen Planeten im Computer nachbaut und dann feststellt, jawohl, eine Atmosphäre, wenn sie dicht genug ist, kann für angenehme Temperaturen überall auf dem Planeten sorgen und das Problem mit der Röntgenstrahlung beseitigen. Aber was ist denn mit diesen Flares? Beschädigen die nicht die Atmosphäre? Natürlich tun sie das. Ein solcher Planet müsste über die Jahrmillionen seine Atmosphäre verlieren wegen seines sehr aggressiven Sterns. Oder kann ein starkes Magnetfeld den Planeten davor schützen, wie das Magnetfeld der Erde? Ja, kann es. Also doch wieder alles gut, aber nein, doch wieder nicht, denn die gebundene Rotation würde wahrscheinlich dazu führen, dass ein solcher Dynamo, der das Magnetfeld erzeugt, dann wieder erlischt. Also diese roten Zwergsterne und deren Planeten sind ein Forschungsfeld ganz für sich selber, könnte man sagen, und sind nicht die besten Orte für die Suche nach Leben. Einerseits sind sie gute Orte, denn man kann sie leicht beobachten. Die Sterne leuchten weniger hell als Sterne wie die Sonne, deswegen kann man ihre Planeten besser sehen. Gleichzeitig sind sie häufiger. Proxima Centauri ist so einer. Viele andere erdnahe Sterne und deren Exoplaneten gehören in diese Kategorie, weil sie einfach sehr zahlreich sind. Aber es sind nicht die Top-Kandidaten. Also viele bewohnte Planeten könnten dieser Art sein, einfach nur weil die zahlreicher sind als Planeten bei Sternen wie die Sonne. Nicht wahr? Unsere Sonne macht vom Typ her 1% aller Sterne in der Milchstraße aus, sind von der Art unserer Sonne. Und damit
Planeten wie die Erde um einen Stern wie die Sonne, 1%. Die hier, die roten Zwerge, 2/3. Ja, also viel mehr, 66% versus 1%. Das ist ein großes Argument. Aber an sich, ein einzelner solcher roter Zwerg-Sternplanet wird ein weniger guter Ort sein. Wenn man alle Karten auf nur einen Ort, wo man einmal hinfliegen und nachgucken könnte, setzen müsste, dann wäre das also nicht der Ort der Wahl. Das ist das schwierigste Diagramm im ganzen Vortrag. Wir sind auch kurz vorm Ende, in dem ich jetzt einmal alles zusammenschmeiße und natürlich nicht ich selber, sondern wieder von diesem Planetary Habitability, Entschuldigung, ein Zungenbrecher. Perseverance konnte ich eben noch besser aussprechen. Laboratory. Hier sehen wir Folgendes dargestellt. Von oben nach unten die Temperatur des Sterns. Also Punkte, jeder Punkt steht für einen Planeten oder jeder Kreis. Und unten dargestellt sind die, die bei einem kühlen Stern, diesen roten Zwergstern eben, sich befinden und nicht so gut geeignet sind. Und weiter oben, die Sterne wie unsere Sonne hier bei 6000, 6K gleich 6000, sind, das sind die Sterne, die so heiß leuchten wie unsere Sonne. Von links nach rechts dargestellt ist jetzt die Entfernung des Sterns vom Planeten, genauer gesagt aber in Einheiten des Stellar Flux, des stellaren Flusses, also der Energiemenge, die auf dem Planeten ankommt, ergo der Temperatur, die der Planet haben müsste. Und dann sind hier eben diese Temperaturzonen eingetragen, rot gleich definitiv zu warm auf diesem Planeten. Wenn er als Punkt hier in dieser roten Zone liegt, ist das ein Planet, auf dem es zu warm ist. Blau, demnach ein Planet, auf dem es definitiv zu kalt ist. Und grün, da könnte es passen. Der hellgrüne Bereich unsicher, der dunkelgrüne Bereich sicher. Das dritte, was eingetragen ist, ist die Größe des Planeten. Kleine Punkte, kleine Planeten, große Kreise, große Planeten. Die ganzen gelben interessieren uns erstmal nicht, das sind Jupiter-ähnliche Planeten. Die könnten alle einen Eismond haben. Aber wie gesagt, danach wollen wir ja nicht schauen. Wonach wir schauen wollen, das sind die Planeten von der Art der Erde, das sind die kleinen blauen Punkte, wie dieser hier, Proxima Centauri b. Ein erdähnlicher Planet, allerdings leider im unteren Bereich des Diagramms, ergo bei einem roten Zwergstern. Nicht das, was wir ideal finden. Aber in der grünen Zone, also von daher schon passend. Es gibt so viele Dinge, auf die man achten muss, wir dürfen uns nicht verzetteln. Alle hier unten sind erstmal nicht schlecht, aber eben nicht optimal. Und schade, dass hier oben kein kleiner Punkt zu finden ist. Woran liegt das? Naja, das liegt daran, dass man diese kleinen erdähnlichen Planeten nur findet, wenn man genau hinschaut, wenn man abwartet, bis sie durch Zufall genau vor ihrem Stern entlanglaufen. Und das tun sie bei Sternen dieser kühlen Sorte, bei denen sie nah dran sein müssen, wenn sie in der grünen Zone sein wollen. Sehr häufig, weil sie nah dran sind. Nah dran heißt, der Umlauf geht schnell. Man kann häufig einen Durchgang sehen und sie einfach finden. Man muss nur ein, zwei Jahre hinschauen und schon hat man mehrere Durchgänge. Bei einem sonnenähnlichen Stern müssen sie weit weg sein. Nicht wahr? Die gleiche Entfernung hier im Fluss heißt ja nicht, dass die physisch gleich weit weg sind. Der hier ist 100-mal näher dran, räumlich, als der hier oben. Das heißt, ein erdähnlicher Planet in der habitablen Zone eines Sterns wie unsere Sonne bei 6000 Grad muss viel weiter weg sein, ebenso weit weg wie die Erde, sodass er nur einmal pro Jahr vor dem Stern entlangläuft, aus Sicht eines fernen Beobachters wie uns. Und das heißt, man muss jahrelang warten, um die zu entdecken, und man hat deswegen einfach noch keinen gefunden, bei dem alles genau passt. Tja, die Suche läuft, würde ich sagen. Aber man kann statistisch sagen, natürlich muss es auch solche Planeten geben. Man kann aufgrund all dieser Daten, die man hat, eine Abschätzung machen und sagen, man rechnet, und das ist jetzt eine sehr ungenaue Abschätzung, bei circa 20% aller Sterne mit einem Planeten wie der Erde. Na wunderbar. Das ist doch schon mal eine Aussage. Der beste Kandidat, den wir haben, ist einfach der grüne Punkt, der blaue Punkt in der grünen Zone oberhalb der gestrichelten Linie hier, der am nächsten an der Erde dran ist. Das ist der hier. Kepler 442b heißt er. Das wäre er also. Natürlich haben wir keine Nahaufnahme von ihm. Das ist wieder nur ein reines Fantasiebild, etwas größer als die Erde. Aber das ist der beste Kandidat. Also wenn Sie mir sagen würden, ja, du darfst dich magisch zu einem Ort im Universum teleportieren und genauer nachschauen, aber du musst mir jetzt genau sagen, welcher, der wäre es, würde ich sagen. Aber andererseits machen Sie es nicht, gehen Sie nicht darauf ein, wenn eine gute Fee Ihnen diesen Wunsch erfüllt, denn in einem Jahr oder in zwei Jahren haben wir schon wieder bessere Kandidaten, also das wäre zu früh. Die letzte Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wenn wir jetzt einen Planeten haben, auf dem genau alles passt, wir haben ihn noch nicht, eine Analog-Erde, ja, bei dem alles genau ist wie bei der Erde, selbe Größe, selbe Temperatur, selbe Zusammensetzung, also selbe Dichte und selbe Art des Sterns, dann müsste wirklich alles passen. Heißt das, dass wir Leben finden? Und da würde ich sagen, und viele Forscher, viele Exobiologen sagen das, ja, wahrscheinlich ja. Aber letztlich, genau genommen, wissen wir es immer noch nicht.
Das hier könnte ein Teil der Antwort sein, eine Zeitreihe des Lebens auf der Erde. Entstanden ist das Leben ganz zu Anfang im Hadeum, kurz nachdem die Erde entstanden ist, ist auch das Leben entstanden. Und jetzt kann man sich fragen, ist das reiner Zufall? Nicht wahr? Warum ist das Leben nicht erst vor kurzem entstanden? Warum, sobald es die Möglichkeit hatte, sobald die Erde da war, sobald sie kühl genug war, anfangs war sie heiß, sobald sie kühl genug war, das Leben überhaupt sich im Wasser bilden konnte, war es auch da. Viele münzen das in ein Wahrscheinlichkeitsargument um und sagen, diese Zeitskala ist letztlich auch sowas wie eine Wahrscheinlichkeitsskala. Wenn es ganz schnell passiert, dann kann es nicht allzu schwierig sein. Wenn man hätte lange warten müssen, dann hätte es ein Anzeichen sein können, dass es doch eine nicht triviale Sache ist, dass Leben entsteht. Aber allein aufgrund der Tatsache, dass das Leben auf der Erde quasi im ersten Moment, wo es da sein konnte, auch da war, zu finden war, nachgewiesen ist heute, würde man sagen, Leben entsteht vielleicht, immer alles vielleicht, wir sind langsam im spekulativen Bereich angekommen, entsteht vielleicht durchaus einfach. Und vielleicht findet man auf jeder Analogerde mit ganz guter Chance Leben. Aber was ist jetzt mit nicht nur Mikroben, von denen reden wir ja, sondern mit dem höheren Leben? Hier, das Grüne hier hinten, das ist der Bereich, wo tatsächlich Tiere und Pflanzen existieren. Das ist erst viel später passiert. Ist das im selben Sinne jetzt eine unwahrscheinliche Sache, weil es erst viel später passiert ist? Vielleicht. Auch da sagen jetzt viele Forscher, höheres Leben, da hat es vielleicht so einen Flaschenhals, nicht wahr? Die Entwicklung einfacher Leben wie Mikroben, ja klar, das passt schon. Aber Tiere und Pflanzen, ganz schwierig. Und vielleicht auf den meisten Planeten, die Leben haben in Form von Mikroben, dann doch nicht. Das Argument wäre, und das ist eine Diskussion, die noch nicht abgeschlossen ist, zwei Denkrichtungen. Die eine Denkrichtung wäre, höheres Leben benötigt eine stabile Umwelt. Das ist nicht so tolerant wie Mikroben, mit denen man vieles anstellen kann, ohne dass sie gleich sterben, sondern braucht eine stabile Umwelt. Und das braucht vielleicht einen großen Mond, um die Gezeiten und die Entwicklung des Planeten zu stabilisieren. Vielleicht so etwas wie ein Jupiter, der im Sonnensystem, in dem er kreist, für Ordnung sorgt und für nicht zu viele große Einschläge. Vielleicht genau die richtige Menge an Wasser. Zu viel ist schlecht, zu wenig ist auch schlecht. Und all das sind Punkte, das sind alles Gegenstände der Forschung, wo hypothetisch überlegt und studiert wird. Wir wissen es nicht. Aber es ist ein Argument. Es kann sein, dass höheres Leben selten ist. Die Gegenhypothese wäre, ja, es tritt nicht sofort auf, es braucht besondere Bedingungen, aber keine besonderen Bedingungen, die selten sind, sondern besondere Bedingungen, die von selber kommen. Man muss nur warten. Das wäre nämlich die Idee, dass es um den Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre geht. Am Anfang gab es den nicht, der ist erst auf heutige oder halbwegs große Mengen angestiegen, in genau diesem Zeitraum, in dem es dann auch Tiere und Pflanzen gab. Tiere und Pflanzen benötigen viel mehr Energie als Mikroben, benötigen einen Energiestoffwechsel, der auf Sauerstoff in der Atmosphäre angewiesen ist, und den gab es eben erst vergleichsweise spät. Die Gegenfrage wäre jetzt, ja, entsteht denn sowas von selber? Es ist davon auszugehen, dass auch auf einer Analogerde irgendwann der Sauerstoffgehalt so wie auf der Erde hochgeht? Ja, auch das, denn das wiederum sagen viele Exobiologen, die Photosynthese, die Nutzung des Sonnenlichts als Energiequelle ist eine so gute Sache, die ist vom Leben auf der Erde gleich mehrfach parallel erfunden worden, und das wäre auch auf einem Exoplaneten zu erwarten. Natürlich wissen wir das nicht, wie gesagt, wir sind im Bereich der Spekulation, aber die Spekulation wäre erstens, Leben entsteht einfach, Mikroben haben wir an vielen Orten. Zweitens, wenn Leben da ist, dann fängt es irgendwann an, in Form von Einzellern die Photosynthese zu nutzen. Dann geht der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre hoch und dann haben wir alle Bedingungen für höheres Leben. Ab da ist es ein Selbstläufer. Spekulation. Also, Abschluss. Wie viele Lebewesen gibt es im Universum? Wo können wir Leben finden? Wie viele Sterne müssen wir quasi abklappern, bevor wir einen finden, auf dem etwas lebt? Da gibt es so eine schöne Gleichung, die sogenannte Green Bank-Gleichung, die ich mal untertiteln würde mit dem Maß unserer Unkenntnis. Damit will man ausrechnen, eigentlich nicht ausrechnen, eigentlich eher so gedanklich sortieren, was braucht man alles für einen bewohnten Planeten, die Anzahl der intelligenten Lebewesen, der Zivilisationen, mit denen wir uns unterhalten können. Jetzt fangen wir mal ganz oben an. Wir wollen mit denen reden können. Uns reichen nicht Tiere und Pflanzen, sondern wir wollen jemanden haben, mit dem wir wirklich auch sprechen können. Die Anzahl der Zivilisationen im Weltall, im Universum oder in unserer Milchstraße wäre aus folgenden Faktoren, hier oben n und so weiter zusammengesetzt, ich gehe die jetzt mal der Reihe nach durch, die Anzahl der Sterne in der Milchstraße, das ist der hier, 300 bis 400 Milliarden, mal der Anzahl der Planeten, der Anzahl derer, die Planeten haben. Das ist vermutlich ein ganz großer Teil, mehr als die Hälfte, aber pessimistisch, wir machen mal eine pessimistische Abschätzung, sagen wir ein Drittel aller Sterne hat Planeten.
Wie viele davon sind jetzt bewohnbar? Sagen wir mal, jeder Zehnte. Also Sie merken schon, nicht wahr, wir sind jetzt im Bereich der Spekulation unterwegs. Das ist keine wissenschaftlich korrekte, mathematisch exakte Rechnung mehr. Vielleicht jeder Zehnte Planet ist tatsächlich bewohnbar in dem Sinne. Und dann die entscheidende Frage, bis hierhin können wir es noch halbwegs auf unseren Beobachtungen basieren, aber auf wie vielen Planeten, die bewohnbar sind, entsteht wirklich Leben? Viele sagen, weil es auf der Erde so früh da war, oh, wahrscheinlich bei den meisten, 90% oder so. Aber wir sind pessimistisch, also sagen wir mal ein Zehntel. Und dann der nächste Faktor wäre der, Sie ahnen es, wir waren eben beim Mikroben häufig, höheres Leben seltener. Auf wie vielen davon entsteht ein höheres, intelligentes Leben? Und da sind wir wieder ganz pessimistisch und sagen, auf jedem Tausendsten. Und jetzt kann man das mal durchrechnen und sagen, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt irgendwo immer noch im Bereich von vielen Millionen. Aber dann kommt der letzte Faktor. Und das ist leider der, der uns alles killt. Das ist nämlich die Frage, wie lange sind die eigentlich da? Ja, wir wollen ja nicht nur wissen, auf wie vielen Planeten irgendwann ein Außerirdischer entsteht, in ferner Zukunft mal, sondern auf den jetzt einer ist. Und dazu müssten wir wissen, wie lange eine Zivilisation, mit der wir reden können, redebereit ist. Wie lange existiert die? Oder was passiert mit der? Geht die vielleicht irgendwann wieder unter? Ja, hat die irgendwann zu viel Donald Trumps und dann existiert sie nicht mehr? Und das wissen wir nicht. Das ist der Faktor, drei Fragezeichen, der uns alles killt. Wir können es nicht sagen. Wir sind leider etwas aufgeschmissen. Ich will aber trotzdem mal ein mögliches Szenario aufmachen. Ich persönlich würde davon ausgehen, wenn ich diese Faktoren mal so mixe und jetzt wird es wirklich ganz persönlich gefärbt und Sie müssen überhaupt nichts mehr ernst nehmen, was ich ab jetzt sage. Ich würde davon ausgehen, alle paar Lichtjahre zu Milliarden in der Milchstraße würde ich persönlich erwarten, dass man Einzeller auf einem Planeten ähnlich der Erde, vielleicht sogar bei einem roten Zwergstern, finden könnte. Ich würde aber auch erwarten, dass es höheres Leben sehr viel seltener gibt, nämlich man muss ein paar hundert Lichtjahre weit herumfliegen und suchen, um höheres Leben zu finden. Das wären aber immer noch Hunderttausende oder Millionen in der Milchstraße. Und auch hier wieder so ein Szenenbild aus unserer Vorführung Ferne Welten, fremdes Leben, die Sie auf YouTube anschauen können, wo wir mal so ein paar Fantasieformen uns einfach ausgedacht haben, was denkbar wäre. Das wäre also mehrzelliges Leben, bei dem biologische Evolution abläuft mit denselben prinzipiellen Gesetzen wie auf der Erde. Das einfach normal, logischerweise so. Dafür braucht man nicht bestimmte Chemie, sondern das wären immer die gleichen Gesetze, nach denen die Evolution die makroskopischen Formen entwickelt. Also Extremitäten, Augen, das wären Dinge, die man da auch erwarten würde, rein hypothetisch. Und der letzte Punkt, den wir wissen wollen würden, wäre noch ein Wahrscheinlichkeitsschritt zurück. Alle paar tausend Lichtjahre würde man mit intelligenten Zivilisationen, auch hier ein Szenenbild aus Faszination, aus ferne Welten rechnen, intelligentes Leben, technische Zivilisationen. Aber was mit denen ist, das wissen wir nun wirklich nicht. Alle paar tausend Lichtjahre, das wäre sehr dünn gesät, das wären aber immer noch Hunderte in der Milchstraße. Und was heißt das jetzt? Das heißt, ich persönlich gehe davon aus, dass es außerirdisches Leben, intelligentes Leben, Planeten, auf denen intelligentes Leben irgendwann mal entstanden ist oder irgendwann entstehen wird, in alle paar tausend Lichtjahre in der Milchstraße finden dürften. Jetzt fliegen wir hier in unserer Vorführung Ferne Welten durch die Milchstraße, blenden alle bekannten Exoplaneten ein. Der große Kreis, das ist die große Kugel, das ist ein Umfang von 80 Lichtjahren, die Distanz, in die unsere Funksignale bisher vorgedrungen sind in der Milchstraße. Viele Exoplaneten haben diese Signale bereits empfangen können, wenn da jemand sitzen und empfangen würde. Aber jetzt kürzen wir das runter mit diesem Szenario, das ich gerade aufgemacht habe. Das wären die Planeten, die man jetzt sieht, auf denen irgendetwas lebt. Einzeller. Die können kein Radiosignal empfangen. Wir kürzen das noch weiter runter. Das wären die, auf denen höheres Leben existiert, das aber Tiere oder Pflanzen einfach nur wären. Und auch da wird es schon sehr dünn. Also die Essenz wäre, jetzt kürzen wir es noch einen weiter runter und sagen, wie viel intelligentes Leben erwarten wir denn? Gar nichts mehr in unserer Nähe. Die Kernaussage wäre, rein aufgrund solcher Wahrscheinlichkeitsüberlegungen, unter den Sternen, die wir nachts am Himmel sehen können. 1000 Lichtjahre, 2000 Lichtjahre Umkreis. Würde ich davon ausgehen, meine persönliche Vermutung, nachdem ich alles so ein bisschen abwäge, kein Leben, kein intelligentes Leben, meine ich, kein kommunikationsbereites Leben in unserer unmittelbaren Umgebung. Das muss aber nicht heißen, dass in der Milchstraße nicht irgendwo doch in großer Distanz etwas existiert. Nur eine 3000, 4000 Lichtjahre entfernte Zivilisation, die jetzt gerade sozusagen empfangs- oder sendebereit ist, die nützt uns nichts, denn da müssten wir tausende Jahre warten, bis die uns unsere ersten Funksignale, und das sind leider nicht die besten, empfängt. Und dann müssten wir nochmal tausende Jahre warten, bis eine Antwort kommt. Die Milchstraße ist so riesig, dass die Distanzen einfach zu groß sind. Und damit
könnte ich im Grunde jetzt schließen und sagen, was erwarte ich? Ich erwarte oder die Frage beantworten, sind wir allein im All? Und die Frage hat zwei Antworten. Nein, wir sind nicht allein. Ich gehe davon aus, dass da draußen, hier einmal schematisch, exemplarisch dargestellt, intelligentes Leben existiert. Oh ja. Aber ich gehe auch davon aus, dass es zu weit entfernt ist, als dass es uns irgendetwas nützt, um damit in Kontakt treten zu können. Und damit möchte ich zu einem allerletzten Gedanken kommen, nämlich Enrico Fermi, ein berühmter Physiker, hat die Vermutung angestellt, es würde reichen, wenn eine solche Zivilisation sich ausreichend weit entwickelt, um die ganze Milchstraße quasi besiedeln zu können. Eine solche Zivilisation, auch wenn es unwahrscheinlich ist, würde eine einzige reichen, die vielleicht kein Donald Trump hat, sich über alle Grenzen hinaus weiterentwickelt und dann auf einmal, ich hoffe, ich verletze hier niemandes politische Gefühle, und dann auf einmal sich über die Milchstraße ausbreiten kann. Und selbst wenn es Millionen Jahre dauert, eine solche würde reichen und schon wären überall im Universum in der Milchstraße Außerirdische zu finden. Und Fermi stellt sich die Frage, und das ist das sogenannte Fermi-Paradoxon, ja, wo sind sie denn? Was sagt uns das? Sagt uns das Lösungen des Fermi-Paradoxons? Entweder wirklich, eine mögliche Lösung wäre, es gibt kein Leben jenseits der Erde. Nirgends. Gar keins. Nicht nur nicht solches nicht, sondern gar keins. Das wäre eine mögliche Lösung. Die zweite Lösung wäre, okay, Reisen von Stern zu Stern geht einfach nicht aus irgendeinem Grund. Halte ich aber auch für ausgeschlossen, denn wir reden ja nicht davon Raumschiff Enterprise oder ähnlichem, was ausgeschlossen ist tatsächlich, sondern wir reden von dem Fall, dass eine Zivilisation, die unvorstellbar weit entwickelt ist, irgendwann mal per quasi Diffusion im All, wenn man so will, mal irgendwie bei einem anderen Stern ankommt. Das halte ich für sehr wahrscheinlich, wenn man Millionen Jahre Zeit sich lässt. Und die letzte mögliche Lösung, und das ist die, die viele Menschen immer zitieren, ist, naja, vielleicht ist das genauso. Vielleicht ist da irgendwas unterwegs, aber die sind hier vielleicht bei Alpha Centauri oder sonst wo, aber wir werden absichtlich nicht kontaktiert, weil wir die unterentwickelten Eingeborenen sind, die man schützen will. Oh, Spekulation, Spekulation. Ein spannendes Thema. Die Antwort ist ein bisschen unklar und liegt vielleicht in der Frage, was heißt das eigentlich? Millionen Jahre fortgeschritten. Millionen Jahre fortgeschritten, das heißt ein Entwicklungszustand, den wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Ich kann mir schon nicht mehr vorstellen, was in 100 Jahren sein wird, vielleicht gerade noch, aber 1000 Jahre ausgeschlossen. Und bei Millionen Jahren, da ist im Grunde alles möglich. Millionen Jahre, das wäre so ein Verhältnis von nicht uns und der Steinzeit, sondern uns und irgendwelchen unintelligenten Tieren, die es vor Millionen Jahren gab. Ameisen meinetwegen. Ja? Und wenn wir das Millionen Jahre weiterdenken, dann würden wir hier also von etwas reden, von Zivilisationen, Intelligenzen reden, die so viel weiterentwickelt sind, wie wir weiter als eine Ameise entwickelt sind. Und würden wir dann überhaupt erkennen, wer oder was da um uns herum im All unterwegs ist? Da würde man sagen, naja, wieso, die werden doch irgendwas aussenden, irgendwelche elektromagnetische Strahlung? Nö, wieso denn? Wir sind hier im Spekulationsmodus, im Nö-Wieso-Denn-Modus und wir wissen es einfach nicht. Möglich ist vieles und damit will ich einmal schließen. Die entscheidende letzte Aussage ganz am Schluss ist, wir brauchen einfach einen zweiten Datenpunkt, um von der Spekulation wegzukommen. Wir brauchen neue Teleskope, die sind in Arbeit. Das EELT, Extremely Large Telescope, der ESO, vielleicht zum Brandenburger Tor daneben in diesem Bild rechts. Da merkt man, das wird richtig groß. Und das James Webb Teleskop der NASA, das nach langen Verschiebungen endlich starten wird, der Nachfolger des Hubble Teleskops, die solche Exoplaneten wie zum Beispiel Proxima Centauri b genauer anschauen werden. Es muss einfach gelingen, endlich einen Planeten zu finden, bei dem man weiß, da sind die Voraussetzungen für Leben und es existiert oder es existiert nicht das Leben auf diesem Planeten. Wir brauchen einen solchen zweiten Datenpunkt. Nur auf der Basis der Erde alleine kommt man damit nicht weiter. Diese beiden Teleskope werden in den nächsten Jahren Großes leisten. Die werden nahe Exoplaneten anschauen, die werden deren Atmosphären untersuchen, was bisher nicht geht. Die werden deren chemische Zusammensetzung der Atmosphären anschauen und Ungleichgewichtszustände finden oder nicht finden können, hoffentlich, als Hinweise oder Nicht-Hinweise auf Leben. Das ist so eine Kurve, ein Spektrum der Erde, wenn man sie aus der Ferne anschaut. Also die blaue Kurve rauf und runter, das zeigt, wie viel Energie die Erde bei welcher Wellenlänge im infraroten Licht ausstrahlt, also welche Infrarotfarbe sozusagen, wie viel wovon. Und da sieht man, in bestimmten Bereichen ist es weniger als in anderen, also bei bestimmten Wellenlängen, zum Beispiel von ungefähr 600 bis 800 Mikrometer
Entschuldigung, habe ich mich gerade verlaufen. Das sind nicht Mikrometer, das sind das ist die Frequenz der das ist die Wellenzahl, das ist also quasi die Frequenz der Wellen. Haben wir einen Einbruch, der auf der daran liegt, dass das Molekül Wasser und dass die Moleküle Wasser und Kohlendioxid da Strahlung absorbieren, also darauf hinweisen, jemand da von außen schaut, da ist Wasser, da ist Kohlendioxid. Oder noch spannender, hier im Bereich von, das ist 9 Mikrometer, Ozon. Spannend. Ozon hat mit Leben zu tun, im weiteren Sinne auf der Erde. Das kann man bei der Erde natürlich leicht finden, wie das bei der Erde ist. Man kann das Leben auf der Erde auf diese Weise aus dem Weltraum nachweisen, selbst wenn man gar nicht wüsste, wie es auf der Erde aussieht. Und kann man das jetzt auch bei Exoplaneten machen? Das ist das Ziel. Und Wissenschaftler haben natürlich die Teleskope noch nicht. Die werden gerade erst gebaut. In 3-4 Jahren stehen sie und sind beobachtungsbereit. Aber Wissenschaftler simulieren schon, was die Teleskope dann leisten werden. Und das hier zum Beispiel ist ein simuliertes Bild eines Planeten von Alpha Centauri A. Der kleine weiße Punkt ist der Planet. So wird man den fotografieren können. Oder hier ein simuliertes Spektrum von Proxima Centauri B, mit dem James-Webb-Teleskop beobachtet. Und hier diese Ozoneinsenkung, die auf Ozon hinweist. Natürlich hat das keiner herausgefunden dort auf dem Planeten, bei dem Planeten. Aber so würde es aussehen, wenn das auf Proxima Centauri B existieren würde. Es ist unglaublich schwierig zu messen. Diese Kurve hier kommt in der Simulation heraus, nachdem das James-Webb-Teleskop 2 Monate lang nichts macht, als 2 Monate lang nur diesen Planeten anzugucken und Daten zu sammeln. Aber vielleicht wird es gelingen und das wäre der große Schritt, den man jetzt bräuchte. Und dann geht es natürlich später, in späteren Jahren noch weiter, Marsgestein zur Erde, Rückkehr zu Europa und Enceladus. Dann werden wir endlich genau wissen, was dort los ist, hoffentlich. Und noch größere Teleskope sind ebenfalls in Vorbereitung. Also, wir werden nicht auf UFOs warten müssen in der Wüste von Arizona, sondern wir werden es auf wissenschaftlich ordentlichem Wege klären können, hoffentlich noch zu unseren Lebzeiten, ob da irgendwas draußen im All lebt. Ich persönlich glaube, dass irgendwann, solange ich lebe, solange wir leben, viele von uns, man bei einem Exoplaneten Leben in Form solcher chemischen Ungleichgewichte in der Atmosphäre finden wird. Und bis dahin erhalten wir ultimative Klarheit vom Weißen Haus, das veröffentlicht hat, hier unten auf Deutsch, der US-Regierung liegen keine Beweise vor, dass Leben irgendeiner Art jenseits unseres Planeten existiert oder dass eine extraterrestrische Präsenz irgendein Mitglied der Menschheit kontaktiert hat und vor allem keine glaubwürdigen Informationen, die darlegen würden, dass Beweise jedweder Art vor der Öffentlichkeit verborgen würden. Also alles klar, Area 51 gibt es doch nicht. Danke für die Auskunft vom Weißen Haus. Ja, vielen Dank, Björn, für den tollen Vortrag. Wir haben auch schon recht viele Lob im YouTube-Chat gelesen. Wir hatten ein ganz kleines technisches Problem gehabt, wohl ganz am Anfang mit meinem Mikro. Ich muss ganz kurz mal hier diese lustigen Kopfhörer aufsetzen und einmal ganz kurz testen, ob das jetzt okay ist. Also bei mir hört es sich gut an. Ich gehe mal davon aus, dass das einfach nur ein Klemmen der Taste war und dass das jetzt wieder gut funktioniert. Also nochmal Entschuldigung. Am Anfang war, wie gesagt, die Einleitung. Die wichtigste Information wurde auch nochmal wiederholt, ist, dass wir hoffen, dass unser Planetarium endlich wieder für die Öffentlichkeit geöffnet wird. Genau, am 20.06. 12.06. Hoffentlich, genau. Hoffentlich abends. Und ansonsten ist der Rest im Vortrag natürlich mehr als klar geworden. Jetzt habe ich ein paar Fragen schon mal und ich denke, wir fangen jetzt einfach damit an. Und zwar fragt ein Herr Pauli, Musik als Chatname. Wie weiß man eigentlich, wie groß Radius und Masse eines bestimmten Planeten ist, der doch so weit weg ist? Ja, tatsächlich kann man die Planeten ja nicht sehen. Direkt sehen als Foto, das geht in manchen wenigen Fällen nur. Und was man weiß, das sind indirekte Messungen, die man macht. Es gibt 2 Wege, auf die man Planeten entdecken kann. Der eine Weg sagt einem nur die Masse oder eine Abschätzung für die Masse und der andere nur die Größe, den Radius. Möglichkeit 1, der Planet wandert aus Sicht der Erde direkt vor seinem Stern, genau vor dem Stern entlang. Und was man von der Erde aus dann sieht, ist, dass der Stern ein bisschen dunkler wird für den Moment des Vorbeigangs. Weil der Stern dann natürlich ein Stück zum Teil abgedeckt wird von dem Planeten. Das ist die sogenannte Transitmethode und damit kann man, wie gesagt, die Größe des Planeten feststellen. Ein großer Planet dunkelt den Stern stärker ab als ein kleiner Planet. Klar, wenn ich eine große dunkle Scheibe davor entlang schiebe, dann kriege ich eine stärkere Verdunklung, als wenn ich eine kleine Scheibe davor entlang schiebe. Die meisten Planeten wurden auf diese Weise entdeckt. Eine andere Methode ist, dass ein Planet, der um den Stern kreist, nicht nur, dass der Stern eine spiegelbildliche Kreisbewegung macht. Das heißt, im Grunde umkreisen Stern und Planet einen gemeinsamen Schwerpunkt.
Der liegt zwar nah an der Mitte des Sterns, deswegen kreist der Stern nicht wirklich, aber der Stern macht als Spiegelbild der Planetenbewegung auch eine ganz leichte Bewegung vor und zurück. Nur wenige Meter pro Sekunde, also quasi so wie eine Geschwindigkeit wie ein Fußgänger, geht der Planet im Kreis, während der geht der Stern im Kreis um auf einem paar Meter großen Kreis, nur während der Planet ihn umrundet auf einem Millionen Kilometer großen Kreis. Aber die Teleskope sind so unglaublich leistungsfähig, dass sie diese ganz minimale Bewegung des Sterns trotzdem messen können. Und das ist die sogenannte Doppler-Wobble-Methode, weil man den Doppler-Effekt der Frequenzverschiebung sich zunutze macht, um diese ganz langsame Bewegung trotzdem messen zu können. Und die ersten Planeten hat man so entdeckt. Nicht die meisten, aber einige. Und diese Methode hängt davon ab, wie schwer der Planet ist. Also wie sehr der Stern sich spiegelbildlich bewegt, wenn der Planet drumherum kreist. Das hängt von der Masse des Planeten ab, salopp gesagt, wie schwer er ist. Auf die Weise kann man die Masse messen. Und wenn man beides macht, dann hat man Masse und Radius und kann die Dichte ausrechnen. Das ist dann der beste Fall. Ja, genau. Also das ist eine Möglichkeit natürlich. Eine andere Frage, die wir jetzt noch haben, ist, wie kann man eigentlich die Eisschichten, die Dicken dieser Eisschichten denn bestimmen, wie man zum Beispiel auf Europa und ja, so weiter hat? Ja. Das kann man tatsächlich nicht, deswegen ist diese große Frage ungeklärt. Also tatsächlich eine Möglichkeit, das Wasser selber hat man auch zum Beispiel nie selber gesehen, dass da überhaupt Wasser unter dem Eis ist, weiß man zum Beispiel aus Messungen des Magnetfeldes des Jupiter. Das Magnetfeld des Jupiter ist sehr stark, durchdringt alles, was den Jupiter umkreist, auch den Jupitermond Europa. Und wie jedes Kind weiß, leitende, also elektrische Ströme können ein Magnetfeld verändern oder modifizieren. Und man hat beim Vorbeiflug der Raumsonde Galileo am Jupitermond Europa festgestellt, das Magnetfeld des Jupiter wird dann in einer Art und Weise verzerrt vom Mond Europa, die darauf hindeutet, dass da ein salziger Ozean ist, der also Strom leitet, der also quasi das Magnetfeld in der Lage ist zu verändern. Das ist ein Hinweis. Und der andere ist die Eisschicht von Europa selber. Ich kann hier nochmal vielleicht zu dem Bild zurückgehen. Die Eisschicht von Europa, ja, wo ist sie denn? Durch die Art und Weise, wie sie beschaffen ist, auch Hinweise darauf gibt, dass das Eis eben nicht einfach nur fest da sitzt, sondern dass das Eis auf etwas schwimmen muss. Dadurch verändern sich diese Linien, diese Rissstrukturen auf der Oberfläche. Das ist zwar kein treibendes Eis mit Wasseröffnungen dazwischen, wie im Packeis in der Arktis, aber trotzdem verschiebt das Eis sich, wird vom darunterliegenden Wasser langsam bewegt und dadurch in bestimmte Formen dieser Begrenzungslinien geschoben, sozusagen, anhand derer man ablesen kann, ja, das Eis muss auf etwas obendrauf schwimmen. Dadurch weiß man aber nur, dass Wasser da ist. Man weiß noch nicht, wie dick das Eis ist. Das wiederum kann man durch verschiedene geologische Detailbetrachtungen feststellen. Es gibt zum Beispiel hier und da mal einen seltenen Einschlagskrater auf Europa. Und wenn man sich den genauer anschaut, dann kann man feststellen, hat er das Eis komplett durchschlagen oder nicht. Und anhand der Größe, der Breite, wie breit der Krater ist, wie tief muss er runterreichen. Das kann man also nicht mit einer Messlatte nachmessen, aber man kann auf jeden Fall dadurch einen Anhaltspunkt finden, wie dick das Eis sein muss. Und gerade die Krater sagen uns, es muss leider sehr dick sein, also 10 Kilometer oder mehr. Schlecht für jemanden, der da durch will, um im Ozean nachzuschauen. Und andere Hoffnungen, dass das Eis dünn sein konnte, haben sich nicht bewahrheitet. Und dieses andere Ding, was ich erwähnt habe, Terra Macula, hier solche Strukturen. Da geht es darum, dass man eben die Oberflächenstrukturen, die man dann hier erhält, genau anschaut und aus genauem Studium, was sehe ich hier in diesem Bereich, rückschließt, dass da Wasser flacher unter der Oberfläche sein muss. Also letztlich modelliert man im Computer mit dem Fachverstand des Geologen, wie kommen diese Formen, die ich oben im Eis sehe, zustande und wie nah muss das Wasser an der Oberfläche sein, um das zu ermöglichen. Ja, vielen Dank auch für diese schöne Erklärung. Jetzt ist die Frage, gibt es noch was? Ah ja, hier fragt Sarah Wiechers, wie funktioniert die Massenbestimmung denn, wenn der Stern mehrere Planeten hat, die alle seine Bahn beeinflussen? Genau, das ist sehr gute Frage. Leider habe ich da kein passendes Bild zu. Aber was dann passiert, ist ja im Grunde Folgendes. Es gibt mehrere Planeten, die an dem Stern ziehen. Ist bei der Sonne ja auch so. Bei unserer Sonne kreisen da 8 Planeten drumherum und jeder Planet will dem Stern seine Periode aufzwängen. Und das ist im Grunde jetzt eine physikalisch gesprochen eine lineare Überlagerung der einzelnen Bewegungen. Das heißt, die Erde lässt die Sonne in einem Einjahresrhythmus ganz minimal, nur im Zentimeter pro Sekunde Bereich. Also kann man mit heutiger Technik gar nicht messen als Außerirdische. Also wenn wir die Außerirdischen wären, die auf die Erde schauen, könnten wir nicht messen bisher. Ist zu schwach. Der Jupiter macht eine stärkere Bewegung. Die könnten wir messen, wenn wir auf Alpha Centauri säßen und die Außerirdischen wären mit einer 12-Jahresperiode entsprechend der Umlaufzeit des Jupiter. Der Saturn mit 26 Jahren und
so weiter. Und das alles überlagert sich jetzt und in der Summe ergibt sich ein komischer Tanz der Sonne in verschlungenen Wegen, also nicht hin und her so, aber in verschlungenen Spiralkurven, die man dann ausdeuten muss. Also was man misst, ist die Summe von allem. Man misst eine Summe von Rotationsbewegungen und die kann man dann als Datenpunkte darstellen. Dann geht das so hin und her, rauf und runter und man sieht kein klares Muster. Aber dann gibt es, wenn der Physiker weiß, naja, okay, da steckt irgendwie ein Signal drin, also da ist eine Kreisbewegung, offenbar von mehreren Planeten. Dann gibt es mächtige mathematische Werkzeuge, die man auch in der Schule, glaube ich, nicht lernt, aber an der Uni spätestens. Man kann eine periodische Bewegung in ihre grundlegenden Kreisfrequenzen unterteilen. Fourier-Analyse nennt sich das Verfahren. Da kann man dann also heraus arbeiten aus einem solchen, einer solchen Hin- und Herbewegung, welche zugrunde liegenden Kreisbewegungen da drin stecken. Und dann sieht man mehrere Kreisbewegungen, wie eben die 12-Jahres-Bewegung vom Jupiter, die 26-Jahres-Bewegung vom Saturn und so weiter. Und ganz nebenbei illustriert das Beispiel, warum man solche Planeten bei anderen Sternen schwierig findet. Da muss man einfach Geduld haben und wenn man so einen Saturn entdecken wollte, 26 Jahre lang oder eigentlich mindestens zwei Perioden, also 52 Jahre lang hinschauen. So lange wissen wir noch gar nicht, wie das geht. Also von daher, nicht wahr? Erdähnliche Planeten und noch weiter draußen kreisende Planeten sind einfach schwierig. Bisher kennt man vor allem mit einem ganz starken Bias die nah dran kreisenden Planeten, weil man die einfach schneller findet. Da muss man nicht so viel Geduld haben. Ja, es ist einfach, die Beobachtungstechnik favorisiert leider, wie wir jetzt in dem Vortrag auch gehört haben, die Systeme, die eben nicht unbedingt Leben beinhalten, weil sie eben um diese roten Zwergsterne haben. Aber wir können sie halt viel leichter finden. Sowas wie die Erde ist leider echt genau. Also schwierig. Vielleicht kann man es andersrum sagen. Ich war bei einem Planeten wie die Erde, würde man davon ausgehen, dass Leben eine viel einfachere Nummer ist, viel häufiger zu finden ist, vielleicht auf 90% aller Planeten, die genau wie die Erde sind. Und vielleicht nur auf, ich sag mal, 10% aller Planeten bei roten Zwergsternen. Aber weil die roten Zwergsterne einfach so unendlich viel, nicht unendlich viel, aber ungefähr 50 Mal zahlreicher sind in der Milchstraße, kommt dann am Ende vielleicht raus, dass man doch so gleich große Chancen hat. Das heißt aber auch, dass man eben mehr rote Zwergsternplaneten quasi absuchen müsste, bevor man irgendwann fündig wird. Während man, wenn man 10 erdähnliche Planeten ansucht, vielleicht 9-mal Glück hat, hat man bei 10 roter Zwergsternplaneten vielleicht nur 1-mal Glück. Das wäre so die Essenz vielleicht. Aber die sind uns einfach zugänglicher. Wir haben Proxima Centauri B direkt um die Ecke. Wer weiß, vielleicht kann man da in 2, 3, 400, 500 Jahren mal hinfliegen sogar. Und von daher hat man da mehr Chancen nachzuschauen. Das wird man zuerst machen, da wird man zuerst nachschauen. Und bei den Kandidaten, die man parallel auch sucht, bei denen man sich größere Chancen ausrechnet, Planeten, die genau der Erde ähneln, deren Heimatstern, deren Host-Star auch genau der Sonne entspricht, von der Hitze, von der Temperatur, vom Typ her, da wird man einfach aufgrund der Wahrscheinlichkeiten keinen finden, der uns so nahe ist. Sondern man wird sich mit einem in größerer Ferne begnügen müssen. Und das heißt wiederum erst dann den Teleskopen, auch den neuen größeren Teleskopen, weniger gut zugänglich und letztlich dann doch nicht ein vielversprechendes Ziel, bei dem man schnell zu Ergebnissen kommt. Also rote Zwergsternplaneten werden die sein, die man in den nächsten Jahren genauer anschaut, obwohl es nicht die besten Kandidaten sind. Einfach weil sie häufiger sind, sind sie näher und dadurch können wir sie untersuchen, was wir bei anderen eben bis auf Weiteres, auch wenn sie eigentlich die besseren Kandidaten wären, erstmal nicht können. Ja, das ist leider so, wir können nichts dafür. Wir sind an einem bestimmten Ort jetzt in unserer Milchstraße und können halt am besten erstmal die Umgebung studieren. Genau. Eine Frage gibt es aber hier auch noch wieder von Alexei Milstein. Ja. Gibt es auch andere Hinweise auf intelligentes Leben im All, zum Beispiel Dyson-Sphären, die man von der Erde beobachten Sehr schön. Könnte? Ich hatte ja dieses Bild, was auch im Titelbild hier vorkommt, das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Also die Frage Dyson-Sphäre, die Frage ist, nicht wahr, wenn es fortgeschrittene Außerirdische gibt, würden die einfach nur ihre Schrebergärten bauen oder würden die vielleicht auch größere Sachen bauen? So große Sachen, dass man sie auf interstellare Distanzen hin irgendwie messen und wahrnehmen kann. Hier haben wir in der Fantasie mal so einen Planeten von so einer Spezies mit einem kompletten künstlichen Ring umgeben lassen, der dann bewohnbar wäre. Und die noch größere Sache wäre eben, dass eine Zivilisation, das hat sich Freeman Dyson, ein Physiker, in den 70er Jahren mal so hypothetisch ausgedacht, dass eine wirklich weit fortgeschrittene Zivilisation auf die Idee kommen könnte, ihren ganzen Stern rundherum in einer Entfernung, wo die Temperatur angenehm ist, rundherum mit einer Kugel zu umgeben.
Dafür braucht man gar nicht so viel Material. Also so ein handelsüblicher Planet wie die Erde reicht da schon. Wenn man den zerlegt, dann kann man damit den Stern komplett umgeben mit einer dünnen Schicht, an deren Innenseite man dann angenehm leben könnte und hätte viel mehr Lebensraum, als alle Planeten es jemals hergeben könnten. So, und das könnte man aus der Ferne entdecken als ein ungewöhnliches, als eine ungewöhnliche Infrarotemission. Das heißt, den Stern würde man gar nicht mehr sehen, aber man würde dann etwas anderes sehen, nämlich diese Kugel, die im Infrarotlicht strahlt. Und das könnte man vielleicht mit heutigen technischen Mitteln, Teleskopen sogar entdecken. Es gibt sogar Studien, die sowas schon mal gesucht haben, aber nichts gefunden haben. Und ja, also um die Frage direkt zu beantworten, ja, könnte man, aber nein, hat man noch nicht. Und ist eine gute Frage, ob man Zivilisationen, die tausende Lichtjahre entfernt sind, auf diese Weise entdecken könnte. Es ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich frage mich, es fällt unter SETI. Suche nach außerirdischer Intelligenz. Da horcht man bisher mit Radioteleskopen ja nach Signalen, Radiosignalen, die künstlichen Ursprungs sind, indem man Sterne quasi abhorcht. Und das wäre eine Alternative. Das wäre eben, da gibt es auch einen Begriff für, der mir gerade entfallen ist. Also eine ähnliche Abkürzung wie SETI, da ist mir gerade leider entfallen, bei der man eben nach Bauwerken oder anderen Anzeichen als Signalen von außerirdischen Zivilisationen suchen will. Wenn wir es wüssten, dann wenn so etwas gefunden worden wäre, dann wüssten wir es, ist nicht der Fall. Ich glaube, es ist auch recht schwierig, natürlich so ein Infrarotsignal von all den anderen astrophysikalischen Infrarotsignalen wahrscheinlich direkt zu separieren und auch das dann lokalisiert wirklich wahrzunehmen. Das ist wahrscheinlich nochmal ein großes Problem. Eine andere Frage ist auch, wer außerirdisch ist, intelligentes Leben überhaupt, käme es überhaupt auf die Idee, sowas umzusetzen? Oder gäbe es vielleicht nicht andere, effektivere Methoden für sie? Oder einfach nur, damit sie entdeckt werden würden, aber das weiß ich man ja auch nicht. Genau. Also da kann man natürlich viel drüber sagen. Intelligentes Leben ist wirklich schwierig. Spekulation. Außer wir würden irgendwann mal Signale sehen. Man hat lange danach zwar gesucht, man dachte am Anfang, die Pulsare wären intelligent. Genau. Hat dann auch gemerkt, nee, wie immer, die langweiligere physikalische Erklärung ist dann doch irgendwie die favorisierte. Aber man schaut natürlich schon danach. Ob man es findet, ist natürlich eher wahrscheinlich unwahrscheinlich in der nächsten Zeit. Zu der Gleichung, wie viel Leben gibt es und wie leicht kann man Leben finden, das wurde ja auch mal, das Greenbanks war ja ein Radio. Astronomen, die das Greenbanks Observatorium betreiben und als sie die aufgestellt haben, das war in den 60ern, da waren wir auch noch Radio lauter viel mehr. Das heißt, man konnte uns vielleicht da sehen. Das ist ein ganz spannender Punkt. Ganz leise, genau, das ist ein ganz spannender Punkt. Wenn man nach Radiosignalen von außerirdischen Zivilisationen sucht, mit Radioteleskopen, SETI, ja, dann setzt man ja voraus, dass die Radiostrahlen aussenden. Und warum sollen die das denn tun? Ja? Das ist dieser eine Faktor in dieser Gleichung. Der Faktor meint eigentlich, wie lange ist eine Zivilisation auf genau die Weise, mit der wir mit ihr reden wollen oder mit der wir sie suchen wollen, für diese Methode empfänglich. Heute, die Erde wäre, das war das, was du gerade sagtest, die Erde wäre vor, also wenn ich ein Außerirdischer bin, der die Erde entdecken will, auf diese Weise, indem ich Radiosignale auffange, dann wäre das vor 20 Jahren besser gegangen als heute und vor 30 Jahren. Mhm. Denn heute geht viel weniger Radiostrahlung von der Erde hinaus, allein deshalb, weil das Fernsehen digital ist heute, mehrheitlich, und nicht mehr diese terrestrischen Antennen und Sender so stark benutzt oder so oft benutzt. Dadurch, dass wir digitale Signale haben, sind die Signale schwächer geworden und man kann die Erde als Rundstrahlsender kaum noch empfangen. Genau. Von daher, ja, wenn das bei anderen Zivilisationen auch so ist, nicht wahr, man kann weiter spekulieren. Benutzen die vielleicht irgendwann gar nicht mehr Radiostrahlung, sondern optische Signale. Vielleicht irgendwann gar keine elektromagnetische Strahlung mehr, sondern noch irgendetwas, auf dessen Idee wir noch gar nicht gekommen sind, ja. Neutrinos ist jetzt vielleicht zu exotisch, aber wer weiß, was alles möglich ist. Wir reden ja nicht darüber, was in 100 Jahren bei uns sein könnte. Dann haben wir vielleicht Kommunikationslaser, das gibt es heute bei der NASA schon. Die ersten Raumsonden testen das, vom Mars mit Laserstrahlen zur Erde zu kommunizieren, anstatt mit Radiosignalen. Soll getestet werden in Kürze. Wer weiß, was danach kommt. Wir reden nicht von Sachen, die in 1000 Jahren kommen, die wir uns schon nicht mehr ausmalen können, sondern von Sachen, die in Millionen Jahren kommen. Ich glaube, was man einfach sehen kann, was bei uns sei kurzen Entwicklung in der Menschheit schon jetzt in den letzten 50 Jahren passiert, ist einfach, dass die Effizienz steigt. Das heißt, wir versuchen immer effizientere Technologien hervorzubringen, die uns auch leiser machen, in Anführungszeichen, zur Entdeckung. Das heißt, man sieht das nicht mehr so ganz genau. Wir müssen darauf setzen, dass jemand absichtlich laut ist, um entdeckt zu werden, zum Beispiel. Oder dass wir es schaffen, seine Atmosphäre so genau
ja. über Jahre. Also zu sehen. Ich habe jetzt hier kein Bild davon gezeigt, aus rechtlichen Gründen, aber es gibt diesen Film Contact, wo Jodie Foster die Astronomin spielt, die außerirdisches Leben, Signale entdeckt. Und da funktioniert das ja nicht, weil da irgendjemand ist, der sozusagen einfach nur seinen Fernsehsender zu stark anlässt und empfangen wird dann auf der Erde. Sondern da ist es so, dass es jemand braucht, der absichtlich zu uns sendet oder meinetwegen auch nur überall hin ins All sendet, aber jemand, der absichtlich sagt, hallo, hier bin ich, ruft doch mal zurück. Ich glaube, nur so wird es funktionieren. Wahrscheinlich, ja. Ja. Und das wiederum halte ich für unwahrscheinlich. Einfach auch auf Basis dieser Betrachtung. Ich würde persönlich, das ist reine Spekulation, davon ausgehen, dass außerirdisches Leben zu selten ist. Zwar existiert, auch in größerer Zahl, aber eben dennoch tausende Lichtjahre entfernt ist. Und dann müsste es schon ein sehr starker Sender sein. Oder eben... eine fortgeschrittene Zivilisation, die überall quasi Funkbarken aufstellt, einfach nur damit so unterentwickelte Leute wie wir merken, dass da noch mehr los ist, ist alles viel zu spekulativ. Ich glaube, wir machen mal einfach weiter, also nicht wir jetzt hier, sondern die Menschheit als Ganzes und schauen auf der astrophysikalischen Weise, anstatt SETI, was es an Lebewesen gibt und tasten uns von der Seite an das Problem heran. Und in ferne Welten, ich zitiere es nochmal, kann man als 360-Grad-Video bei uns im YouTube-Kanal anschauen, da gibt es dann am Ende so einen schönen Satz wie, vermutlich wird es noch zu Lebzeiten vieler von uns so weit sein, dass wir da einen Exoplaneten finden, bei dem alles nach Leben aussieht. Und dann wird es natürlich richtig spannend, wenn man dann sieht, Ozon, Methan im Spektrum, halte ich für denkbar. Vielleicht noch nicht mit ELT und James Webb, vielleicht in 20 Jahren mit dem, was danach kommt. Aber dann hätte man was. Dann wüsste man und dann wüsste man, dass Leben dort an einem bestimmten Ort wahrscheinlich ist und könnte dann noch viel besser hochrechnen. Faszinierende Idee. Ich denke auch, das bin ich recht sicher, dass wir das noch miterleben werden alle. Danach sucht man und das ist bestrebt und ich sehe jetzt hier keine weiteren Fragen mehr. Ganz viel Lob noch für den tollen Vortrag. Vielen Dank, Björn, für den wirklich tollen Vortrag, der auch gut verständlich für alle war und sehr interessant für uns. An eine letzte Sache noch, die wir ansagen sollten. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Wir haben ja so als Prinzip jetzt jeden Dienstag, solange wir geschlossen sind, einen Vortrag von hier. Nächste Woche haben wir einen regulären Vortrag sogar, der eigentlich hier mit euch und Ihnen als Gästen dann stattgefunden hätte und jetzt eben dann leider als Live-Übertragung nur. Und zwar haben wir dann zusammen mit den Sternfreunden Münster, dem Astronomieverein, hier einen Gast aus Osnabrück, Andreas Hähne, der ehemalige Planetariumsleiter, Kollege aus Osnabrück, der nebenbei eine treibende Kraft im Bereich Dark Sky ist, also sozusagen die Initiative, gegen Lichtverschmutzung zu kämpfen, dafür zu sagen, dass man den Nachthimmel auch noch gut sehen kann, auch in 100 Jahren noch. Und da wird Andreas Hähnel dann am 9., also nächsten Dienstag um 19.30 Uhr hier auf unserem Kanal live berichten zu dem Thema, was es da Neues gibt, denn da gibt es spannende Neuigkeiten. Jetzt gerade zu Corona-Zeiten gab es ja zum Beispiel paradiesische Situationen dadurch, dass weniger Flugzeuge unterwegs sind. Nicht, dass das irgendjemand in der Summe schön findet, aber aus dem Blickwinkel hat man interessant sehen können, was das ausmacht. Also dazu und mehr nächsten Dienstag. Ja, dann nochmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Danke und allen, die dabei waren, trotz des schönen Sommerwetters. Ja, und wir hoffen, Sie natürlich dann nächste Woche Dienstag wiederzusehen. Viel Spaß und noch einen schönen Abend von Ihnen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.